Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Rustalot, dem Mittelalter-Rollenspiel auf einem Rust-Server, der komplett modifiziert ist mit vielen tausend Streamerinnen und Streamern. Und wir sind hier im Startgebiet. Hier werden noch erste Kostüme verteilt, letzte Kostüme verteilt. Und dann geht's los und wir gehen mal direkt zusammen auf den Server. Ja, das ist es ja. Genau. Man muss CFG.cfg hinten dran schreiben, das wusste ich. Ich glaube, das steht nicht in der. Oder? Nee, steht nicht in der Anleitung. Doch, so, ach, das soll man dran schreiben. Okay. Okay. Ja, CFG muss mit dran. Mir funktioniert immer noch nicht. So sieht das aus. Das ist, glaube ich, das Startgebiet. Muss man was dazu schreiben? Da hinten sieht man schon einen Turm. F1 drückst und dann Exec Seeds schreibst. Da oben. Muss noch .cfg da muss das Dorf das sein. Ah, und ja. Das schon hier. Kran. Also, das sieht schon. Seeds.cfg. Ja, ja, es hat bei mir auch da ein bisschen geruckelt und jetzt sieht es richtig aus. Das ist nicht geil. Mir passiert einfach gar nichts. Ja, der Charakter, den ich vorher hatte, der war besser. Das ist die Stadtwache, nehme ich an. Kein Leerzeichen. Königliche Garde. Also einfach Seeds.punkt. Blablabla. Ja, genau, Seeds.punkt. Das CFG ist super wichtig. Ja, aber wie kannst du es dann einblenden in der Stadtzone, oder? Wie mache ich das mit dem CFG nochmal? Oder da? F1 drücken und dann Exec. Leerzeichen. Das ist mein Bürgermeisterstab. Config oder .cfg. Ja, und ich habe auch einen Untergebenen, Knechtung. Ich mute mal. Wir haben natürlich auch Ingame. Quasi Talk. Kann ich ja mal theoretisch ein bisschen lauter machen. Ich mach mal im Spiel quasi ein bisschen lauter die Stimmen. Denn ich denke, das drumherum ist nicht so wichtig. Dann machen wir mal die Voices ein bisschen höher. Und, obwohl, vielleicht reicht es schon. Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht zu laut. Hoffentlich knallen mir jetzt nicht die Ohren weg. Ich mach mal jetzt ein bisschen leiser. Hoffentlich knallen euch nicht die Ohren weg. Ich immer noch? CFG bin ich dahinter. Noch? Ist gut, oder? Passt, ne? Also wie der Befehl in die Konsole dann eingegeben wird. Nicht, ja, dann funktioniert es jetzt. Warte mal. Hörst mich. Ah, das sieht doch gut aus. Hörst mich jetzt? Du hast recht, sorry. Aber das ist nicht flüstern. Weil flüstern ist innerhalb... Warte mal. Also was bei diesem Spiel, was ich schon mal sagen kann, was bei dem Spiel nicht so entscheidend ist, sind halt die Survival-Aspekte, ne? Also... Warte mal. Ich glaube, mein Discord ist noch aus irgendeinem Grund in der Taskleiste. Ah, das hatte ich doch gequittet. Wir wollen ja nicht irgendwelche Discord-Messages hier. Ihr müsst execseeds.config. Sorry, da war ein Schreibfehler drin. Das hat mir eben nicht angezeigt. Das meine ich ja. Weißt du, musst deinen Namen ändern. Obwohl ich es gereinigt habe. Hallo. Wenn mich auch immer noch mal hören kann. Achso, nee, du heißt so, ne? Danke. Was? Es geht los. Hey, ich hab den höchsten alterlichsten Namen ever. Der König redet. Der König schreitet. Ich weiß gar nicht meinen Namen, du Kerl. Zur Tat und spricht zum Volke. Ja. Gewittert auch ein bisschen, oder? Oh Gott, die Götter zürnen. Ein bisschen wild alles noch, ne? Einige Namen sieht man nicht. Warum hat nicht jeder einen Namen? 1A. Könnte mal jemand vielleicht dieses Exec. Hast du den Streamer-Modus anfragt, Nikola? Ja, eigentlich ja. Hallo! Sieht aus wie das Schlag. Eigentlich habe ich den tatsächlich. Ich bin unentschön! Ich muss ab und zu noch mal ein bisschen gucken. Das heißt nicht sie, das heißt ihr! Du bist eingekleidet, wenn ihr essen wollt, dann tobt euch jetzt aus. Nachher, wenn ihr Anpfiff ist, dann werdet ihr dafür geköpft. Oh, shit. Oh Gott, was hier schon wieder alles Irres passiert. Game over? Ich weiß leider nicht, wie ich selber aussehe. Bei mir hat alles noch nicht geladen. Oh, dann muss ich einfach gehen, oder was, wenn ich geköpft werde? Das ist sehr bunt, aber auch das Mittelalter war bunt, ne? Vielleicht dein Bruder oder sowas, der dann deine Geschichte. Ah, okay. Ich dachte, dann wäre einfach gleich vorbei da. Ja. Oh, der Bürgermeister. Guten Tag. Mit einem Hut, der sehr interessant aussieht. Vielen Dank. Das ist feinste Mode aus Ignochia, im fernen Land der Krähen.
Sie waren sicherlich nie dort. Da wohnt meine Tante. Wow. Ah, Sieglinde von Glichtwurst? Ja, das war einer ihrer Namen. Ja, ja, eine ganz edle Dame. Ich erinnere mich an sie. Was treibt sie hierher? Sind sie alle Bewohner dieses Dorfes? Ich bin hier ihr, oben. Es heißt ihr, was treibt euch hierher? Items für das eingekleidet, Moment. Ich bin hier, um dem Dorf eine Stimme zu schenken. Für die Außenwelt. Ein sehr edles Vorhaben, junger Mann. Ihnen steht eine große Karriere bevor, das kann ich sehen. Oh mein Gott. Ich freue mich auf all die Bürgermeister, wow, sieht so gut aus. Ich glaube, ja? Dein Mikrofon ist entweder sehr laut eingestellt oder falsch eingestellt. Das sieht echt gut aus. Wow. Vielleicht etwas zu laut. Ja. Oh, das darf man natürlich nicht. Wir sind beide blond. Ja. Achso, du siehst meine Haare? Ich sehe meine Haare noch gar nicht. Keine Ahnung. Hier lädt nichts. Aber ist ja auch nicht so schlimm, wenn man mich so laut hört. Doch, oder? Ich sehe mich. Jawoll. So, so. Ja, nee, jetzt bin ich perfekt. Jawoll. Hey. Ja, ja. Wo ist denn mein Knecht? Wo ist mein Knecht? Wir haben? Man kann übrigens auch... Alter! Das ist leise. Oh, ich glaub, hässlich, ich glaub, also, ja, wertvolles Volk. Warte, ist der Prinz, hat der Prinz auch ein komisches Sound? Kann, ich glaube, ihr müsst sich nochmal kurz aus dem Server disconnecten, nochmal einkommen. Oh. Ja, klingt ich komisch? Oh. Hab ich euch nicht gerade noch versprochen? Ich habe diesmal keine Soundprobleme. Ich glaube, mein Mikro hat einen Kontakt. Oh, wow. Ich wäre drauf reingefallen. Nicht schlecht. Oh no. Warte, wie kann man den Leute bestehlen? Check, check. Oh nein. Ah, jetzt geht's wieder. Ach, wenn man das runterklappt, das ist ja smart. Ich glaube, das Mikrofon, was ich benutze, hat so einen Neigungswinkel. Wenn man das so neigt, dann ist es automatisch gemutet. Das ist ja abgefahren. Ja. Irgendwer redet. Ich erwarte Anweisungen. Ich habe jetzt umstellen. Ja, und es wird auch angezeigt. Wie sehen wir eigentlich aus? Ich hab jetzt den. So sehen wir aus, guck mal! Ich hab jetzt das Umstellen eingestellt, ist ganz gut so. Ich bin ja wunderschön, guck mal. Ich finde, ich sehe sehr bürgermeisterlich aus. Was? Schön bunt, das mag ich. Das Mittelalter war, glaube ich, eine bunte Zeit. Wer will Nudeln? Ich glaube, wenn man ins Mittelalter reist und man stellt sich nur so Brauntöne vor und Matsch und Dreck. Ich glaube, das Mittelalter war bunter, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Guter Gag. Werden wir? Ich bin Daruka. Er sieht auch gut aus. Ich sehe keinen Namen, das ist ein bisschen blöd. Prinzessin, wartet kurz. Gibt's drauf. Warum sehe ich bei einigen keinen Namen? Wenn ich euch ein Lied spiele, würdet ihr mir einen Rust-Parler geben? Ist ja auch manche Namen nicht, leider. Einen kleinen Moment. Ja. Komisch. Oh, da kann man mal drauf antworten. Nicht nur für einen Rust-Taler? Nee, also eigentlich sollte ich dafür Geld nehmen. Ich habe mir Mühe gegeben. Versteht ihr mich? Um Gottes Willen. Ich bin ja noch nicht angereist. Hinfort mit euch! Und alle mögest du mit deinem Knienbeischlaf halten. Geh doch raus! Ja, ist schon interessant. Oh, der ist ein bisschen aussätzig hier. Rosanna. Ist dieser Mensch. Wie, ey, die ganzen Kostüme, das ist ja so abgefahren. Wo kommen die alle her? Will bald Erben von Bohm. Guten Tag. Der Maximilian. Hallo. So, spielen Sie schneller. Immer noch weiblich. Ne? Hallo, hört ihr mich da hinten? Oder? Ja. Hi. Ja. Lady, das ist so richtig. Woran liegt das? Abgefahren. Ja. Guck mal, das ist hier irgendwie so ein Okkult. Dein Player nochmal neu eingeben. Entschuldigung, sind Sie eine Sekte? Das dauert mir zu lang, ich hab Besseres zu tun. Hast du dann dieses Exit-Seed und Punkt CFG gemacht? Ich glaube, es ist eine Sekte. Dankeschön. Sind zu viele Spieler auf. Okay, jetzt check ich das. So geht das. Die haben mich gar nicht gehört gerade, weil ich muss, wenn ich reden will, die Sprachtaste drücken und zusätzlich gibt es nämlich zwei Einstellungen. Ihr seht das hier leise und laut.
Aber ich werde, glaube ich, nur gehört, wenn ich leise drücke und dann die Sprachtaste. Ja. Ah ja. So. Ja. Ich weiß, so wie ich an mein Trinkgeld komme, Herr Knecht. Menno? Wie bitte? Wie bitte? Geiles Outfit. Das sieht gut aus. Okay. Im Tag. Der ist hier in der Luft. Es ist schon irgendwie total abgefahren. Ich glaube, dass das richtig lustig werden kann. Wenn alle in Kostümen sind, alle machen wirklich Hardcore-Roleplay, und dann läuft man gleich durch diese Stadt und alle sehen so einfach aus, wie sie aussehen. Das hilft einem natürlich auch dabei, so ein bisschen dieses Rollenspiel aufrechtzuerhalten. Man kann auch sehr gut darauf eingehen, was die Leute so tragen, und dann kann man irgendwie, ja, weiß man, wie man den Leuten begegnen muss. Sind die wohlhabend, adelig, oder sind die eher ein bisschen runtergekommen oder so hier ein bisschen verrückt? Wie unser Vater ist. Boah, ja, jetzt bleib mal stehen, ich muss mich mal angucken. Warte. Vater! Ja. Das ist eine Sekte. Vater Valentin! Entschuldigen Sie, handelt es sich bei ihm um eine satanistische Sekte? Herr Valentin, seien Sie gegrüßt. Keine Antwort. Endlich seid ihr angemessen gekleidet. Wenn die mich überhaupt? Ja gut. Wir glauben, ist das Keklack? Der klang wie Keklack. Auch Rebelamchen. Okay, das ist irgendeine verrückte Sekte. Die muss ich im Auge behalten. Sekten sind gefährliche, fanatische Bewegungen. Die können natürlich die eigentliche Ordnung gefährden, zersetzen und auch dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Bürgermeister irgendwie am Ende vielleicht ermordet wird oder so. Da muss man aufpassen. Sekten ist oft so, dass die Menschen komische Gedanken in die Hirne schrauben. Das gefällt mir gut. Der hat einen Spaghetti-Hut. Guck mal. Der hat einen Meatball-Spaghetti-Hut. Ich habe das gestern hier auf diesem Server schon gemacht und es hat funktioniert. Aber das dauert mir schon wieder zu lang. Die sieht auch gut aus, auch ein schönes Kostüm. Ach so, ja, kann man machen. Kann ich jetzt aber nicht machen. Ist das der König? Also, nein. Nee, ich fall gleich hier tot vom Stuhl. Ich bin froh, wenn es hier losgeht. Könnte möglicherweise Oscar gewesen sein. Ist Mike da? Der ist schon tot. Das stimmt bestimmt nicht. Der auch. Oh, der spielt Game of Thrones. Oh, wird gleich geclaimed. Schnell weg. Sonst wird mir hier das Video geclaimed. Das wollen wir natürlich eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch gehört werde. Du kannst mal versuchen, bei Stand. Zu winken. Das sollte den Namen auch anzeigen. Ich weiß nicht mehr, welches, was das im Morgen war. B. B. Ich hab's auch rum in der Taste B. Nee, wird nicht angezeigt. Guten Tag, können Sie mich hören? Also müssen wir nachher gucken. Ich kann Sie hören, ja. Ich kann euch hören, ja. Vielen Dank. Ich wollte lediglich einmal überprüfen, ob das funktioniert. Ich möchte mich bedanken. Ja, du musst das, du kannst nicht gucken, ob der Name richtig ist, wenn du ins Inventar gehst. Einen gar köstlichen Zwirn tragen Sie. Ja, das steht auch deswegen. Ich hatte mich gerade gewundert, weil alle mich mit Divi ansprechen. Ich dachte so, danke. Passt gut zu meinem Namen. Naja, die erkennen mich halt. Grüßen Sie den Gott, wenn Sie ihn sehen. Das klingt absolut hervorragend. Das Ding ist, dass die Namen alle nochmal neu genannt werden. Die erkennen dich halt. Zu viel Leute. Sehr begeistert. Ist das? Ja, da kann der Hegenbissig meine Zähne abschneiden, ne? Okay, wann geht's los? Ich bin heiß. Ich will, dass es losgeht. Ist vollkommen so. Ich möchte meine Amtsgeschäfte endlich in die Hand nehmen. Seht ihr bei mir schon den Rollenspielnamen? Oder Hauptnehmen gemacht, weil wir uns distanzieren. Ja, sehr gut, Vater. Ich glaube, das sind noch nicht die Streamernamen, die ich hier sehe, glaube ich, ne? Ich habe jetzt einen Streamer-Mode umgestellt. Gegeben, ne? Wenn ihr mögt, könnt ihr die da aufsetzen. Ich weiß nicht, ob die drinne sind. Ja. Das kommt sicherlich. Möglicherweise dauert das eine Weile. Eventuell muss ich neu connecten oder so, aber das wird sich mit den Namen noch alles geben, denke ich mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich neu connecten muss. Zumindest die Kleidung ist jetzt richtig. Seid ihr in ein Tomatenfeld gefahren? Werter Prinz. Ja, ja. Ihr seht schwächlich aus auf der Brust. Ja. Muss euch wohl schleifen. Er hat rote Haare, verbrennt die Hexe. Hallo, hallo. Schön, hallo, schön. Was? Schön, schön. Oha, ich höre eine Annie.
Ich höre eine Mauk, eine Ralf. Nun, du bist Hallo, Mauk. Ah, aber das sind tatsächlich, glaube ich, alles die normalen Namen. Entschuldigung. Also ich gar keine Namen. Wie alle anderen, du bist Herr Toro, mein Lieber. Entschuldigung. Habt ihr eine vorgebaute Hütte, Alex? Ja, ich nehme an, ich war ja noch nicht im Dorf. Wir durften ja alle noch nicht gucken. Ich glaube, wir haben alle eine... eine zugeteilte Hütte. Es geht hier, wie gesagt, nicht so sehr darum, dass man sich selber irgendwas baut oder dass man irgendwie halt Ressourcen sammelt und Survival spielt, sondern es geht wirklich um dieses Rollenspiel-Ding und ich denke, das Dorf steht im Grunde. Also ja, gerade Leute, die viel hin und her laufen und so, da wird sich halt viel irgendwie, ne, wir erklären das dann halt so, dass hier noch irgendwelche Giftgase rumschweben von der Ratten. Also ich glaube, das klappt eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich connecte einmal neu. Du hast doch keinen Namen. Wegen der Namen. Nein, Collector. Oh, guck mal hier, ist das sein Zachariah? Ah, ist hallo. Was? Ah. Habt ihr vielleicht ein paar Tage? Hallo, guten Tag. Dürfte ich Sie mal fragen, wie Sie heißen? Ja, Christus der Alte. Ah, herzlichen Dank, Christus der Alte. Ich bin der Bürgermeister, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich muss leider los. Hallo. Hammer. Ja. Ich finde die Idee gut, so viele Sachen zu geben. Dein Name gleich. Ja, große Freude. Hat sich das bei dir geändert? Wer fand die Idee gut? Okay, wir connecten einmal neu. Stimmt, dass man immer die Prinzessin hauen muss, bevor es losgeht. Guck mal, jetzt heißen die auch alle original. Das ist doch viel besser. Guck mal. Prinzessin. Ah, okay, das hat sich gelohnt. Und du hast doch jetzt Gamonor gar keine Fischi. Ist auch da. Der hat einen Zauberstiel. Oh, ich sehe schon wieder, ich muss nochmal neu angezogen werden. Nee. Das ist ein Zauberstein. Wow. So sieht er aus. So sieht er aus. Okay. Die Hose wird nicht richtig dargestellt. Aber wenn alle anderen mich so sehen, gut für mich. Das Ding habe ich nur in der Hand, damit ich keinen. Wieso haben sich hier so komische Gruppen gebildet gerade? Habe ich was verpasst? Hallo. Rufus, was? Schmiedhügler? Das ist der Smithhiller! Das ist der Smithhiller! Guten Tag, wie schön Sie zu sehen. Ein Nachtmann. Das ist der Smithhiller. Bürgermeister, hochwohl durchlauchtigste. Hallo. Oh ja, hochwohl durchlauchtigste ist die passende Anrede. Wie ich sehe, waren Sie in der Unterrichtung beim Unterrichtmeister, damit Sie die passende Anrede für den durchlauchtigsten Bürgermeister parat haben. Da schreibe ich Sie direkt ins Stickebuch der guten Leute. Ja, besonders wenn er bei mir immer seinen Tisch und seine Sessel braucht. Dann mag ich den Bürgermeister am besten. Das ganze jeder weiß, ich kaufe nur bei ihnen, denn ich kaufe die besten Waren. Sandy für dich, Sandy. Ich hab euren Korb und dabei. Dali. Oh. Danke. Ja, geantwortet? Ja, natürlich. Ja, jetzt. Das unbedingt weitererzählen, wir müssen ja die Wirtschaft wieder florieren, wenn wir jetzt zurück auf die Insel kommen. Ja, wissen Sie, ich habe mir einiges vorgenommen. Nachdem wir jetzt so lange aus unbekannten Gründen dazu gezwungen wurden, unser Dorf zu verlassen. Ich glaube, wir hatten eine Läuseplage. Da musste erstmal alles gesäubert werden. Da habe ich natürlich jetzt große Pläne mit dem Dorf. Ich möchte es instand setzen. Es soll in neuer Blüte erstrahlen. Mir geht's nicht so gut, ne? Das ist gut, damit diese Rattenkacke wieder wegkommt. Ich hasse Rattenkacke. Der Berg ist voller Rattenkacke. Kein Problem, du kommst gleich 30 Minuten in den Ich wünschte, jemand würde sich um die Rattenkacke kümmern. Dieser. Wow. Ja, das war vielleicht dieser. Naja, ich trau mich nicht sagen, weil sonst kommt der König und aber. Ja. Was meinen Sie, der König höchstpersönlich hat da seine Finger im Spiel? Was ist das denn für eine Größe? Nee, der. Dieser Hexer da, dieser. Ihr könnt gerne auch ein Ei in die Kollekte werfen. Sehr gut. Nun, ein Ei in die Kollekte? Nein. Vielleicht komme ich nochmal darauf zurück. Ich besitze kein Ei, welches ich in die Kollekte schmeißen könnte. Ein Ei in die Kollekte. Keine Ahnung, was kann. Legen Sie es rein. Nun. Habe ich ein Ei? Zeigen Sie, Herr Bürgermeister. Meine Eier sind leider hochheilig. Ja, ja. Kann ich noch nicht rausgeben.
Feind. Ja, ich habe gehört, Sie kennen einen fernen Verwandten von mir. Ich glaube, er hört auf den Namen Rainer Boden. Ich bin im gleichen Geschäft tätig. Ich bin der Mistmeister in diesem wunderbaren Reich. Vielleicht haben wir schon die Bekanntschaft gemacht. Wenn es wieder etwas zu putzen gibt, wieder etwas hier gibt, bitte wenden Sie sich einfach an mich. Wissen Sie, das ist gut zu wissen, denn ich störe mich sehr an Staub und anderen Unannehmlichkeiten, insbesondere wenn Sie sich in meiner Nähe befinden. Vielleicht könnten Sie sich es zur Aufgabe machen, stets einige Fuß oder Ellen vor mir zu fegen, auf dass der Weg, auf dem ich wandle, von göttlicher Sauberkeit gesegnet ist. Das klingt sehr gut. Da können wir auf jeden Fall etwas machen. Nicht umsonst lautet einer meiner Mottos: Droht der braune Tod, Clopelius hilft aus der Not. Wenn Sie so einen göttlichen Vers benutzen, so wird Ihr Geschäft sicherlich bald die Kacke in Gold verwandeln. Ja, das können Sie annehmen. Auch bei richtig großen Geschäften stehe ich stets zur Seite. Ich werde mich bei Ihnen melden, sobald ein großes Geschäft ansteht, damit nichts vergeudet wird. Ich freue mich schon drauf. Das wird ein großer Spaß, Herr Mistmeister, Herr Clopelius. Auf jeden Fall. Schön, dass wir wieder auf der Insel sind. Die Freude ist ganz meinerseits. Es ist auch irgendwie ein Stück weit lustig, dass die alle, egal ob es Rust ist oder Project Zomboid, die Leute bleiben sich irgendwie auch treu. Der Opa ist der Opa, er ist Rainer Boden, ich bin der Bürgermeister, wobei ich wurde eingeteilt. Den haben wir hier noch, das gefällt mir auch herrlich. Herr König, wo sind Sie? Juliana von Weberliching, Julius Knechtelbert. Kaylan. Oh, der ist sehr bunt. Fischi, das ist Fischi. Oh, eine Ansprache. Eine Rede. Herr Königsgarde, trommelt mal die Leute hier zusammen. Eine Rede. Eine kleine Ansprache. Okay, es gibt eine Rede. Holt die Leute zusammen. Eine Rede. Lass dich mal hier versammeln. Wir müssen jetzt ein bisschen was bequatschen. Alle zusammenkommen. Hallo, Ansprache. Alle zusammenkommen. Ansprache, bitte. Gut, der Hofner erklärt. Ich hab Hunger. Meine Männer nicht. Alle vor die Tribüne. Alles wie immer, Toro. Was? Ich hab euch nicht lange gewählt. Prost. Neustadt hat auch die Namen jetzt angezeigt. Danke sehr. Die Neustadt müsste ich auch nochmal. Ja, man könnte ja gleich sehen, dass man. Wir machen kurz eine Ansprache und dann. Ich wollte gerade sagen, euch weiße Worte. Sie sind wahrlich jetzt der König. Machen Sie so weiter. Hier wird nicht gesiezt, du kriegst gleich rüber ab. Was genau, heißt das? Hier wird nicht gesiezt. Erste Regel, wer sieht, kommt in Kerker. Ganz genau, wir haben das viele tolle Folterinstrumente im Kerker, also Vorsicht. So, ja, kommt doch erst um 20 Uhr die Foltermethode. Nee, so, Ruhe jetzt. Also wir sind jetzt alle noch out of character. Schön, dass ihr alle da seid. Wir brabbeln euch jetzt noch so ein bisschen zu, erklären euch so ein paar Sachen und dann geben wir quasi einen Anpfiff und ab dann sind wir alle volle Möhre in der Rolle, komplett. Ja, dann hat alles Konsequenzen. Dennis, du kannst schon mal die Mauer einreißen, so nebenbei. Das war ja nur, dass ihr jetzt nicht entfleucht hier, ne? Die Mauer wird eingerissen. Sure. Herr Hauptmann, erzählen Sie mal ein bisschen was. Wow, okay. Ja, natürlich. Was? Ja, lange was? Leitung. Nun, erstmal herzlich willkommen. Ja, sorry, dass das ein kleines bisschen länger gedauert hat, um genau eine Stunde. Aber manchmal kann man sich die Probleme nicht aussuchen, die man dann halt noch kurz bekommt. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt erstmal alle eingekleidet. Ich denke, im Verlaufe des Tages wird es sich niederlegen, dass eure Namen dann überall zu sehen sind, ob nun mit einem Neustart oder wenn ihr außer Range seid und dann wieder dahin lauft, wo die Namen sind. Ich sehe zum Beispiel Vex noch seinen Namen, naja, ist ja auch egal. Ja, bedenkt, dass ihr den Namen mit Slash Name und dann Name ändern könnt jederzeit, ne? Also sowohl im jetzt Chat, nicht in der Konsole, im Chat. Im Chat. Genau. Slash Name, Leerzeichen und dann was auch immer. Könnt ihr auch im RP machen, wenn ihr zum Beispiel eine Kapuze überzieht und irgendwie nachts irgendwo rumschleichen wollt, schreibt ihr Inkognito über den Kopf oder sowas. Ne? Nur, dass ihr diese Name-Funktion verstanden habt.
So, okay. Aber versteht, ihr müsst immer aus auf out of range laufen. Also ein bisschen weiter weg, irgendwo im Wald, Namen umändern, wieder zurückkommen, dann ist euer Name sozusagen da. Also dafür müsst ihr nicht unbedingt komplettes Fund ausloggen. Das mit den Seeds und mit dem kleinen Player-Gedöns sage ich euch jetzt nochmal in der Reihenfolge, damit ihr das einfach habt. Wenn jetzt einer von euch an der Burg ist und der andere ist irgendwo ganz weit im Süden, dann, wenn ihr euch in der Mitte des Dorfplatzes wieder trefft nach einer gewissen Zeit, seht ihr nicht mehr so aus, wie ihr euch vorher getrennt habt. Dann müsst ihr natürlich genau diesen Befehl wieder ausführen in der Konsole. Schreibt es euch am besten irgendwo auf. Ne, kleine Randnotiz, dass ihr das habt. Und dann führt ihr halt... Na du, da war er weg. Was? Da ist er weg. Da ist er weg, ja. Weg. Oh, okay. Also, das ist natürlich nicht eingeschlafen. Versteht. Er hat sich selbst gelangweilt. Ich bin die. Ja, ja, nur dass ihr das versteht, der Hintergrund hinter dem Quatsch ist. Gut gesprochen. Dieses Spiel hat das Spiel hat leider keinen Character Editor. Das wisst ihr leider alle, ne? Man ist immer mit dem, was die Lotterie einem da gibt, irgendwie gestraft, mehr oder weniger. Und wir schummeln da ein bisschen, wenn man das clientseitig ändern kann. Also wenn ihr diese Datei ausführt, dann ist das immer nur für euch selber, nur das, was ihr seht. Deswegen, wenn alle das relativ regelmäßig machen, können sie damit regulieren, dass sie die Leute in ihrem Umfeld halt so sehen, wie es in dieser Datei steht. Wenn jetzt alle hier an einem Ort sind, dann müsst ihr das jetzt auch nicht ständig machen. Wenn ihr jetzt hin und her reist, müsst ihr das halt ab und zu irgendwie mal wiederholen, damit ihr euch nicht alle irgendwie, damit ich kein kleines Mädchen bin. Hallo, könnt ihr mich hören? Oh, wenn ich ja, jetzt wieder. Ja. Nein. Ja. Hallo. Sehr gut. Noch was gesagt, ja. Kurz. Ja, sorry, ich glaube, man kann Bug eingeschlichen. Dauerhaft lange reden, ja. Au! Ja, ja, da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen. Wer war das? Wenn ihr diese Datei ausführt, seht ihr alle anderen scheinbar so, wie es sein soll, aber euch selber müsstet ihr nochmal manuell dann. Wieso höre ich mich jetzt von dem Mann? Kann ich mich selber nicht mehr hören. Ich glaube, das kommt von Eva. Ich glaube, das kommt von Eva. Jetzt ist alles kaputt. Hallo, hallo? Oh, das kommt von Eva. Eva, du. Ja, ich muss nochmal. Ich glaube, das kommt von Eva. Ich glaube, das kommt von Eva. Was? Du hast das falsche Mikro eingestellt. Ja, jetzt ist sie wieder raus. Au, au. Okay, also, was ich nochmal sagen wollte. Einzustellen. Immer erst die Seed, also diesen Seed-Config-Befehl ausführen und danach tut ihr, und danach macht ihr diesen Player, also diesen kleinen Punkt, Player Seed, Leerzeichen mit eurer Nummer für euren eigenen, damit ihr euch selber halt wahrnehmt und seht, wenn ihr mal Tab drückt oder so. Was? Ne? Punkt, dass Player Seed? Nicht mehr zum Beispiel weiblich seid, sondern männlich seid. Ja, ich sehe eigentlich aus, wie ich aussehen soll. Das ist mal die Reihenfolge. Vielleicht für ein Keybind auf dem Discord stellen oder so? Das wäre super. Nee, man kann das nicht. Können wir leider nicht ein Keybind befehlen, nicht beiden. Schade, okay. Aus technischen Gründen ist halt leider so. Ja, also ihr müsst halt selber entscheiden, wie regelmäßig ihr das machen wollt, weil das natürlich nur aus eurer Sicht wenn ihr das gar nicht macht, dann seht ihr halt die ganze Zeit alles hier quatschig und der König ist ein kleines Mädchen und was auch immer, ne? Danke für den Tipp, Fluxkompensator. Gerade an irgendwelchen coolen Orten, wo viele Leute sind. Taste, Konsumfilm. Seht ihr, ist halt euer Seherlebnis besser. So. Also das nur kurz zu diesem komischen Player-Seat-Dingsbums. Genau, wir schreiben es euch auch nochmal gerne im Discord auf, damit ihr euch das einfach nochmal rauskopiert. Dann machen wir einfach nochmal einen extra Channel. So, zweites großes Thema ist, erkundet gerne die Map. Seid, mit eurem Leben im Einklang, aber wenn ihr an Sachen kommt, wo es euch vielleicht zerreißen könnte oder sonst irgendwas, dann müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Vielleicht geht ihr heute den ersten Tag vielleicht noch nicht so weit raus und schaut euch erstmal, das Dorf, die Umgebung, euer Haus, was ihr sich an, ne? Und bleibt noch ein bisschen gediegen. Der dritte Punkt, der wichtig wäre, ist, ihr habt alle ein bisschen Geld in der Tasche. Es gibt verschiedene Abstufungen, zum Beispiel 30 Marken Geld, Handwerker haben ein bisschen Geld, der Adel hat schon mehr Geld und das Königshaus hat natürlich Unmengen Geld. Die Leute, die Unmengen Geld oder sehr viel Geld haben, sollten das jetzt nicht unbedingt gleich am ersten Tag oder am zweiten Tag mit vollen Händen ausgeben. Oh, das war schon geplant, ehrlich gesagt. Denn wir haben ja eigentlich kein Wirtschaftssystem, aber versucht mit dem Geld andere Leute, Aufträge erteilen, Sachen holen, irgendwas, damit ihr Interaktion habt,
so ein bisschen und kauft auch gerne. Also ihr könnt ja zum Schmied gehen oder zur Schneiderin. Markttag ist ab morgen erst öffentlich. Mhm. Ihr könnt natürlich heute schon Waren veräußern, wenn ihr ein bisschen Lust darauf habt. Ja? Aber der eigentliche Markttag ist dann halt ab morgen. Genauere Uhrzeiten, wann das nochmal ist, kann ja nochmal Schackes gleich sagen. Diesbezüglich, ja, passt auf euer Leben auf. Wenn ihr Scheiße baut, dann seid ihr halt RIP und tot. Der Tod ist endlich und ihr kommt nicht mehr als diese Person wieder. Jein. Disclaimer, also genau genommen, es ist halb andersrum. Ihr könnt eigentlich nicht sterben. Ihr seid mehr oder weniger unsterblich. Ihr könnt euch gegenseitig auf die Fresse hauen und seid dann down. Könnt aufgehoben werden oder steht nach 5 Minuten wieder alleine auf, aber ihr könnt nicht weiter sterben. Es sei denn, ein Spielleiter legt fest, dass ihr jetzt tötbar seid. Fälle, falls jemand auf so Ideen kommt. Natürlich im Idealfall nicht, nur wenn ihr wirklich euch die Hinrichtung verdient habt oder so. In dem Fall seid ihr permatot. Dann spawnt ihr hier wieder am Hafen, seid aber theoretisch ein anderer Charakter. Also vielleicht einfach ein enger Verwandter, der dann den Bruder, Schwibschwager, Skivater, keine Ahnung, irgendwas. Genau. Genau. Also die größte Gefahr ist nicht, dass ihr irgendwie stolpert und sterbt, sondern dass ihr es euch mit einer Person verkackt, mit der ihr es euch nicht verkacken solltet. Also, ja, wir zum Beispiel sind gespannt, wie sich das alles RP-mäßig entfaltet. Ansonsten ist heute heute erstmal so ein Reinkommtag lockerer. Ne? Morgen ist so Alltag mit Markt und was Toro eben schon meinte. Wir werden heute ein RP-Event haben, um nach wie vor wahrscheinlich 21 Uhr. 21 Uhr. Da würden wir euch bitten, nochmal zur Burg zu kommen. Das wird auch gleich im RP dann nochmal schön rausgeschrien hier von den Leuten, ne? Nur dass ihr es jetzt nochmal wisst, ne? 21 Uhr bei der Burg. Und ansonsten ist heute einfach ganz gemütliches, lernt euch kennen, lernt die Map kennen, guckt euch um, guckt euch alles an und kommt einfach rein. So. Ja, und sonst, wenn ihr Probleme habt. So. Oh, was ist nochmal das? Wenn ihr Probleme habt, die Klatsch, macht ein Ticket auf, ich würde versucht zu helfen. Beziehungsweise, wenn ihr irgendwo, wenn ihr jetzt irgendwo vom Bär angegriffen werdet, ihr seid tief im Wald und könnt halt nicht mehr aufstehen und ist halt keiner da, willst du das denen auch erzählen, dass sie nach einer gewissen Zeit wieder da sind? Oder sie Alter, du bist so ein Tunnelklaus, das habe ich gerade erzählt. Sehr gut, Tunnelklaus, ja, wo ist damit? Das ist doch unser König. Ja, Applaus für den Tunnelklaus. Ach, ich bin so warm in dem Kostüm, ich sterbe. Klatsch, 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 klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch, gut, dann geht's gleich los. Na, die Mauer ist da schon eingerissen, wie ihr sehen könnt. Da, da war eben eine Mauer, die ist weg. Da auch. Das ist eigentlich nicht immer. Das ist der Vater. Ich weiß auch nicht, wie ich gedrückt habe. B drückt praktisch, Bertha. Nee, nicht A, B. Ich brauch was zu essen. B was, genau. Achso, ja, die Essenssache. Wir werfen nachher, glaube ich, nochmal was in die Menge jetzt für den Anfang. Ne? Wenn morgen der Alltag einkehrt, dann kauft ihr natürlich Essen beim Markt und dann müsst ihr halt gucken, wie ihr mit eurem Geld haushaltet, dass ihr nicht verhungert. Ne? Heute werden wir euch da irgendwas hinwerfen, denke ich mal, irgendwie nachher. Essen, Nein. Wir sind doch keine Schweine. Das ist ein entwürdigend für einen Bürgermeister, halt echt einfach Essen vom Boden doch, aufzulesen. Ich dann wie welche. Füttert das Volk, König. Ich darf nicht Geld vom Staat bekommen für Duschen. So, also wenn ihr noch dringende Fragen habt, dann haut die jetzt raus. Ansonsten würden wir dann so langsam mal hier so den Anpfiff machen und dann. Also Ben, ja, Ben, mach doch nochmal in wenigen Worten. Ja. Nee, du bist nicht Ben. Du, anderer Ben. Erzähl doch nochmal ganz kurz in wenigen Worten die Ausgangssituation, dass die Leute wissen, wenn gleich Anpfiff ist, was hier Sache ist und wie es geht. Applaus für Ben, unseren tollen Spielleiter. Applaus, wo ist Applaus? Da. Hallöchen, hallöchen, ihr Kühlande Legende. Ich bin nicht alleine, da neben mir, momentan noch inkognito, dass man ihn nicht erkennt, ist Sawyer. Wir sind eure beiden Plot-Spielleiter. Einer für den großen Plot, einer für die vielen kleinen Geheimnisse, die wir versteckt haben für euch. Das Ganze hat ein unglaubliches Live-Rollenspiel-Feeling, gerade nur virtuell, wenn ich euch so sehe. Das ist fantastisch. Dementsprechend halten wir uns dann dran, was ich in den kleinen Gesprächen gesagt habe. Die Geschichten, die ihr mitbringt, sind für alle anderen, die um euch rumstehen. Ja? Das heißt, ihr tragt die Geschichten zu den anderen. Unsere Geschichte ist Beiwerk und spielt so ein bisschen mit. Mhm. Und habt einfach Spaß daran, in eurer Rolle zu sein. Kurze Vorgeschichte haben wir ja vielleicht gelesen. Wir sind hier von Rustalot die meisten zumindest, aber wir haben auch ein paar Besucher schon unter uns.
Wir sind zurückgekehrt von einer riesigen Rattenplage. Das hat uns Rattenplage. Das heißt, das ist die Geschichte. Dann stimmte das sogar. Steht mein Häuschen noch? Wie sieht's mein Feld aus? Wie sieht's in meiner Werkstatt aus? Weil Mistmeister vorhin gesagt hat. Unser großartiger König hier, Chagus von Rastelot, hat tatsächlich keine Kosten und keine Mühen gescheut, eine auswärtige Kammerjägerbande hier auf die Insel zu lassen. Und es ist, also Standpunkt jetzt, ich bin vorhin mal drüber geflogen, Rastelot ist rattenfrei. Ja? Das heißt, wir sind mit Captain Hollers Schiff hier am wunderschönen Hafen angekommen. Das da unten ist meine Butze, falls jemand was will, ich mache aber nicht auf. Ich bin der Hafenmeister und wir treffen uns alle jetzt hier gleich in-game in der Rolle und werden dann natürlich die Schloss-Entourage begleiten, die vorneweg. Hier neben seht ihr schon die reißende Prinzessin, die sich gerade übergibt, oder was macht sie da? Und werden dann Richtung Schloss wandern. Werden dann Richtung. Pui, das ist Mittelalter, okay. Werden dann Richtung Schloss wandern und dann mit den ganzen Dörflern und Bauern Richtung Dorf, damit ihr schon mal den Hauptweg Hafen, Schloss, Dorf auch kennt. Und dann ist erstmal freies Spiel, kennenlernen, Leute kennenlernen, Figuren kennenlernen. Ihr wisst, in-game kennt ihr euch meistens schon. Und ja, dann um 21 Uhr geht's wie gesagt dann gemeinsam in Burghof. Das wird aber auch noch ausgeschrien in-game. Ihr bekommt jetzt gleich noch Essen. Die Mods, die Admins wissen Bescheid, dass sie euch gleich mit Bärenfleisch bewerfen. Das ist euer Hub-Hub für heute. Ja, da seid ihr satt dann eigentlich damit. Wer keins bekommt, schreit ganz laut oder sagt, Hilfe, ich habe kein Essen bekommen. Hilfe, Hilfe. Dann kriegt ihr auch gefüttert, damit wir heute nicht dieses Überleben haben. Ja, ist das cool, wirklich, oder? Kein Rattenfleisch? Ja, ich wäre immer doch nicht zu mir. Was? Ich nehme so, ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Hast du Lust? Nimm den fischlosen Fisch, bitte. Sich der Bürgermeister hier das Essen vom Boden aufsammeln muss, ist aber auch. Okay, alle mal zu mir, ich verteile. Alle zu mir hier. Ben redet nicht mit mir. Ich habe 7 Kinder, ich bräuchte ein bisschen mehr Rattenfleisch. Alles klar. Okay, Achtung. Ben, hast du den Gong? Ich hab euch alle verarscht. Ich hab einen. Wie die Tauben, ey. Häng ich hier rum. Ich bin der Bürgermeister. Ich möchte anständig verköstigt werden. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss mein Magen knurren. Das Gefühl kenne ich nicht. Stattdessen gucke ich mir mal hier diese Konstruktion an. Das ist ja Hammer. Guckt euch das mal an. Wer einen Bauplan hat, sollte diesen abgeben, weil den gibt es eigentlich so haben nicht. Den Bauplan? Wer also wirklich diesen Bauplan, Tausendplan, kannst du mir kommen, soll ich mir geben. Wer so einen Bauplan hat, der kann zu mir kommen, hier oben und mir den geben. Stimmt, meine Assistenz soll mir was bringen. Lass die mal kurz essen. Ich glaube, es gibt hier kein Essen. Warum zu klatschen? Mein Bäuchlein ist ganz gut. Die Meute! Gebt den Adligen zuerst! Das ist eine Forderung, der ich mich anschließen kann. Nieder mit dem Adel! Posten zuerst, die unsere Zukunft darstellen. Als Bürgermeister verlange ich, dass das einfache Volk zuerst ernährt wird. Kriegt ihr später. Euch Adel, habt ihr Hunger? Ich werde niemanden reichen. Ich bin Bürgermeister. Guter Bürgermeister. Pöbel stellt sich hinten an. Ich habe Hunger. Herr Bürgermeister, können Sie das machen? Ich sehe voraus, dass ich etwas zu essen bekommen werde. Mich vor, ich bin der Bürgermeister. Ich kümmere mich lediglich um das Wohlergehen des Volkes. Ich will mich nicht vordrängeln. Aber ich muss nur gucken, ob das Essen auch dementsprechend taugt, damit das Volk stark bleibt. Das haltet euch voll, nur jeder eins. Ich bin dran. Ich hab doch keins. Mein Gott. Wo bleibt das Fleisch? Bitte, bitte. Gib dem Schreiner sein Fleisch. Braucht noch irgendjemand Essen, dann kommt zur Küche. Das ist ja schlimmer als so Tauben. Ich fühle mich wie ein Tier. Gut, ich hab nichts mehr, so. Was? Er hat nichts mehr? Ich will nur lebendig bleiben. Was soll ich Ihnen sagen, wenn ich sage, dass ich nichts da habe? Das ist ja unfassbar. Ich brauche 2 Beine. Soll der Bürgermeister jetzt hungrig bleiben heute oder wie? Gar kein Bein. Das habe ich ja noch nie erlebt. Warum gibt es Essen? Ich verstehe das nicht. Hallo? Das ist ja unfassbar. Ich habe auch kein Essen bekommen. Schmeckt so lecker.
Ich bin der Geil. Wenn ihr satt seid, gebt das mal weiter, ne? Wir haben genug Essen gemacht. Wenn ihr satt seid, gebt das den anderen weiter. Schmeißt einfach auf den Boden wieder. Ja, ja, schmeißt das Essen einfach auf den Boden. Mann, das ist echt wie ein echt. Ich fang an. Da, wir haben uns erwischt. Ah, oh, knapp. Kürbis, ich hab 80. Wir haben was. Jetzt zieh ich mich zurück in die Ecke, wo mich keiner sieht. Ah, hier so da. Ah, da kauere ich mich zu diesem Hasen. Zu meinem alten Freund. Alle noch hier bleiben, auch wenn ihr was habt. Es gibt noch einen offiziellen Startschuss, ja? Also bitte noch hier bleiben. Und bitte hortet nicht das Essen, ja? Können die denn bitte so schnell weg sein? So, jetzt fühle ich mich kräftig und gesundet. Also da sind die Dorf-Stadtmauern, oder? Da muss es ja irgendwie dann losgehen. Wir sind hier, das ist die Blickrichtung. Also hier scheint das Dorf zu sein. Oh, was jetzt? Oh, die Bühne ist zerstört. Oh mein Gott, ich hab vergessen. Das schöne Holz, das schöne Holz. Na, jetzt ist da wenigstens die Katze nicht mehr. Was ist das? Pumpkin Seeds. Vom Essen des Kürbisses abgefallene Samen. Ja, dass man den Kürbis hier durchführen muss. Jemand. Wieso geht es so schnell runter? Auch. Ich habe aus Versehen 20 Kürbisse genommen. Kann ich auch nur einen nehmen? Ja. Du kannst die essen und dann den Rest rauswerfen. Boah, das sind ja 14. Kürbisse. Kann ich alle, den nochmal splitten? Hafen kommen schon. Nein! Mal. Oh, hab ich die runtergeworfen? Ja. Alle, die satt sind zum Hafen, so. Versammlung, Hafen, Garde. Ich hab wieder nur 400. Warte, ich will. Warte mal, ich will nicht splitten. Information! So. Nun. Egal. Ich bin ja satt. Es wird ja später was geben. König, die Garde. Gehen wir mal lieber runter. Wer war das? Bin ja für den Moment gesättigt. Und der erste ist schon reingefallen. Er ist im Hafenbürger, ansonsten würde er geschunden. Sind das etwa die kleinen Nussschalen, wo der Bürgermeister fahren soll? Cool. Geht los. Wo ist denn bitte schön? Hält das unser Gewicht aus? Diese wo ist denn das große Segelboot für mich? Ich kann doch nicht in so ein kleines, olles, nasses. Ich dachte, Schneider-Gongertür, dann geht das. Das RP geht dann los, ja? Da habt dann nicht mehr. Also ab dann in Rolle und. Ne, sonst in Richtung. Habt ihr alle verstanden? Wieso habe ich, hab ich 14 Kürbisse auf dem Kopf? Das war überhaupt nicht mein Plan. Hilfe, ich komme nicht mehr hoch. Ich wollte den nicht haben. Verloren. Okay, ich wollte das. So. Ich werde noch ein paar Kürbisse alle ready? Für die Menschen da draußen. Wundervoll. Okay, Ben. Er macht nur Probleme. Jedes Mal. Leg los. Ich speise die Menschen. Schloss. Hier ist mir zu viel Pöbel. Ja, ja. Nun, mein König Garde beschützt den König und die Königsfamilie. Geht's jetzt los? Ich freue mich seit schön wieder zu Hause zu sein. Mein Gott. Ihr lieben Rinsel. Schön, dass ihr alle wieder seid. Bürger von Rastalot. Wer redet? Herzlich willkommen, wartet, lasst dem König vor, dem König und sein Hofstaat, wartet, gebührender Abstand, Herrschaften, ihr wisst doch, wie es ist. Schön, dass ihr alle wieder da seid, vielen Dank an Kapitana Holler und ihr prächtiges Schiff. Ich war euch überall, mein Haus ist rattenfrei. So, der König steht da noch, wir warten noch mit gebührendem Abstand. Und eine Information, ich weiß, wir sind alle sehr, sehr, sehr froh, wieder daheim zu sein, aber ich bitte euch, macht's mir nicht gleich so viel Arbeit, dass ich jetzt hinter euch aufputzen muss. Ich will jetzt erst einmal. Erfahrenes Volk! Höret! Unsere Hoheit! Die Anordnung des Königs! Da kommt er! Wer steht da noch unten am Hafentor? Der erscheine hier! Eine Ansprache des Königs! Was, hier hinten? Ich! Sir Toromir, Erster seines Landes, von Schloss Schwerschwanstein, verkünde hiermit die Worte des Königs, die dort lauten: Sir Shaggis, Erster seines Namens, befiehlt,
am 21. Glockenschlag des heutigen Tages aufzuwarten vor der Burg. Es werden wichtige Neuigkeiten verkündet. Warum steht der Hofner, der Königliche, noch im Pöbel? Mache er sich auf zum König! Ich kann nicht durch! Danke! 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 Oh. Ach, sehe ich dort hinten auch noch den königlichen Magier, diesen Hexer? Er solle doch auch zum König und solle nicht da drinnen stehen! Ich muss doch kurz zu meinem Untertan. Edopold, beruhige dich doch! Durch. Mach Platz! Lass uns den Magier durch, Pöbel! Machen Sie Platz! Liebe werte Adelsgenossen, Bürger, Pöbel und Drecksvolk, so höret, am 21. Glockenschlage habt ihr euch zu versammeln für eine wichtige Audienz. In diesem Sinne, eure Häuser wurden gereinigt von der Rattenplage. Ich darauf applaudiere. Und indessen könnt ihr euch auch... Nee, ich wollte applaudieren. Nun, jawohl, danke der Herr. Nur die königliche Garde sei es zu danken, dass eure Häuser... Ja, ja, euer König und, euer König und. Super! Sehr gut, sehr gut. Mein König! Unser König! Hoch dem König, hoch! Hoch dem König, hoch dem hoch! Hoch lebe der König! 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 Hoch lebe Longchen! So! Dann heißet euch, machet euch auf den Weget, besucht eure Häuser, eure Städten. Wohl ich eigentlich. Und schaut, ob vielleicht doch noch ein oder eine andere Ratte da ist. Dann solltet ihr beim Kommandanten an der Wache, der später im Dorf zu sein scheint, naja, euren Bericht abzulassen. Nun geht hinfort und vergesst nicht am 21. Glockenschlag. Auf, hinweg mit euch! Okay, ja, das können Sie ruhig tun. Natürlich kann der Bürgermeister euch schon ins Dorf führen. Meine Lieben, wir haben alle drauf gewartet. Nach so langer Zeit ist es nun soweit. Wir kehren zurück in unsere Häuser. Lasset das ein Tag der Glückseligkeit sein. Ich hoffe, meine Frau ist auch immer noch vorhanden in meinem Haus. Ich hatte eine Hausratte, ist sie auch tot? Wahrscheinlich ja. Schon, ja. Das hoffe ich doch. Ich habe keine Ahnung, ich führe die Leute in den tiefen Wald hinein. Ich verlange, dass sie das Volk zu ihren Häusern lassen. Sie können nicht lange warten. Ich weiß. Wo ist der Axtschwinger? Wo ist der Holzfäller? Oder? Ja, komm schon. Ich bin schon hier. Sehr gut, Herr Holzfäller. Mhm. Schreiten Sie voran und tun Sie diesen hässlichen Baum entfernen. Ja, wenn ich meine Axt nicht durch dort fliegen hätte lassen. Ja, machen Sie es mit dem Hammer! Habt ihr so eine Axt? Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt auffallen wird. Das ist eine Übung, hä? Ja, muss man alles selber machen hier! So! Nun kommen Sie! Alle sollen Sie nach Hause kommen, in frisch geputzte Gemächer! Celentus, beschützen Sie den Prinzen mit Ihrem Leib und Leben? Vorsicht, weitere Bäume sind auf die Straße gestürzt! Brechen Sie sich nicht die Haxen! Gehen Sie dran vorbei! Ich war nicht auf diese Art Hindernis vorbereitet. Vorsicht, liebes Volk! Der war vorher aber noch nicht da. Der weise Bürgermeister! Meine Krankheiten! Bruder, weg da! Auf, bevor die Gemeinde Pöbel aufkriegt! Nein, nicht anfassen! Nicht alles anfassen! Wir müssen zum Schloss! Oh, Prinzessin! Der Pöbel! Natürlich! Haltet Abstand! Warte! Bleibt die stehen, Abstand halten! Stopp! Was? Wir bleiben hier stehen! Warum halten Sie das Volk auf? Bleiben Sie! Nun lassen Sie die armen Menschen durch! Ja, aber Sie gehören nicht zu dem Königshof! Gehabt euch wohl! Ich weiß nicht, wo das Dorf ist! Prinzessin, verdammt, kommen Sie mit! Glauben Sie, wir haben das Gespenster im Schloss. Ich habe Gerüchte wahrgenommen. Nun! So halten Sie doch inne! Als Repräsentant des Volkes erwarte ich genaue Instruktionen, wo sich die Häuser befinden!
Das Volk wird im Stich gelassen. Ihr sollt den König beschützen und nicht sülzen. Sander den König. Ja, aber wir müssen die Prinzessin beschützen. Ist das der Weg ins Dorf? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich geh einfach mal dahin, wo Stadtmauern sind. Wie groß ist das hier alles? Okay, das ist, ist das hier nur der Palast oder ist das das Dorf? Oder? Herr Bürgermeister? Ja. Herr Bürgermeister, linke Hand vom Tor. Herr Bürger, Herr von Bomhoff, hier runter. Vielen Dank. Fordern Sie einen Anblick. Hier hinunter? Nicht falsch reinlassen. Also, jawohl, direkt ins Schloss, direkt ins Dorf. Das ist voll schön. Ich hab keine Ahnung. Wegweiser! Sobald ich wieder in meinem Amtssitz bin, werde ich dafür sorgen, dass hier vernünftige Wegweiser positioniert werden. Die waren wohl noch länger außer Haus. Lebe der Bürgermeister. Ich hatte den Weg viel kürzer in Erinnerung. Es sieht sehr friedlich aus. Meine Füße schmerzen. Ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit einfach etwas kleiner geworden. In unser Zelt kommen und euch heilen lassen. Ich habe eine Rattenweitenbreit, das ist doch schon mal gut. Ich kann unser Zuhause bereits sehen und riechen. Das halbe Volk noch am Hafen hängt. Ah, hier. Was ist das? 5 Minuten hier und gleich. Oh, das ist aber ein komischer Busch. Der Pöbelausstatter steht noch. Ho! Schön. Pöbelausstatter? Da sind wir nun. Willkommen zu Hause, werte Mitbürgerinnen und Bürger. Willkommen zu Hause. Hoch. Dann ja. Wache. Nun findet euren Weg, wer nicht mehr, sich erinnern kann, okay. Wo ihr unterkommt. Richtet mich an. Jetzt muss ich nur noch sehen, wo der Bürgermeister wohnt. Das ist der Greifenhorst. Das ist. Ach, ich glaube, hier wohne ich. Nee, das ist doch der. Ist das die Spinne oder der Weberknecht? Ich glaube, hier wohnt Maurice. Aber es ist der Hammer, oder? Ich meine, ey, das ist Rust. Alles, was ihr hier seht, ist quasi eine Mod. Das ist nichts mehr. Hier ist das Rathaus. Wohne ich im Rathaus? Oder quasi neben dem Rathaus? Endlich zu Hause. Hammer. Hier werde ich meine Amtsgeschäfte. Das ist eine Geheimtür. Die muss ich schließen, die Geheimtür. Hier sind die Privatgemächer. Guck mal, das Bild. Hammer! Ja, ich glaube, hier wohne ich, ne? Oder beziehungsweise, vielleicht wohne ich nebenan. Oder oben ist eine Dachluke. Da geht's oben rauf. Und ist das hier das Wohnhaus dann? Ja. Ich denke schon. Oh. Hervorragend. Ich habe das Gefühl, hier wohne ich. Vielleicht auch nicht, aber doch, ich glaube schon. Und mein Knecht wohnt hier auch, meine ich. Oh. Hallo, ich hänge hier fest. So. Kann ich von hier oben? Kann ich das Dorf befehligen, verwalten. Also bei mir wohnen ja mit meiner Mutter Pia, also Shoyoka, und Knechtung ist mal mein Knecht. Knechtung ist mein Knecht. Jetzt müssen sie erstmal alle hier einfinden, ne? Die Musik ist ja auch. Ich hänge ein bisschen fest. Ist ja auch echt lustig. Hier kann ich jetzt schlafen. Soll ich das direkt in Anspruch nehmen? Ist das mein Bett? Muss ich das irgendwie nehmen? Kann ich nicht irgendwie für mich beanspruchen? Ist ein bisschen anders. Das ist echt schön. Oder? Was meint ihr?
Wo ist denn mein Knecht? Wo ist denn Knechtung? Da kommt noch ein Familienwappen ran. Tatsächlich, an das Haus. Da ist die Schneiderei. Schauen wir uns das erstmal in Ruhe an. Also Schneiderei. Oh, die Musik ist ganz schön laut. Ist sie für euch auch so laut? Hier gibt es Fliegenpilze. Boah, was ist das hier? Das ist eine Brauerei? Was ist das? Steht noch nichts dran. Okay, das könnte ich, aber ich will nicht direkt sabotieren. Aber das scheint mir so eine Art Brauerei zu sein. Ja, Musik könnte etwas leiser, passt schon mit dem Sound. Unterschiedlicher Meinung seid ihr, wie so oft. Ist recht schick geworden. Da ist die Wache, das ist nicht so unwichtig. Das Postamt. Schmiede. Guck mal, das sind, glaube ich, meine verfeindeten. Ich habe das Gefühl, die machen mal die Tür, da streicht zu viel vom Pöbel draußen rum, vom einfachen Volke. Ich sag mal guten Tag. Oh, wir haben Garten. Schaut. Oh, das ist wahr. Oh, oh, Guten Tag. Oh. Oh. Ein Moment. Haben wir Besuch? Gott zum Wohle. Guten Tag, ich bin's, der Bürgermeister. Der Herr von Bomhoff. Ich bin hier, um einmal nach dem Rechten zu schauen. Nach so langer Zeit halten wir nun wieder Einzug in unser so geliebtes Dorf. Und da ist es natürlich... Ja, entschuldigen Sie bitte, ich hatte etwas im Halse. Was ich sagen wollte ist, ich wollte einmal nach dem Rechten schauen, ob Sie auch gut angekommen sind. Na, selbstverständlich. Also, falls Sie meinen Ehegatten sprechen wollen, er ist beschäftigt. Ach, wissen Sie, die aber Dynastie. Ich freue mich, dass Sie nachschauen. Die Dynastie der von Weberlichings liegt mir sehr am Herzen und ihr Wohlergehen ist sicherlich auch in meiner Amtsstube. Ja, Weberlichingen. Wer ist denn der Herr Ritzelwicht? Das ist doch nicht etwa. Sie verstehen, ist es etwas unschicklich, ein. Fremden Mann in den Gemächern, insbesondere bei Abwesenheit des Ehegatten. Bitte? Das ist doch nicht mal ein fremder Mann, das ist unser Diener. Ah, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Herr Ritzelwicht, herzlich willkommen. Gut. Na gut. Herr von Bomhoff. Ja. Solange der Herr des Hauses noch auf Geschäftsreise ist, alle wichtigen Anliegen können Sie ruhig zu mir vorbeibringen. Ich werde diese dann an den Herren des Hauses weitergeben, sobald er von seiner Reise zurück ist. Sehr gut zu wissen. Und bitte denken Sie daran, diese Dame von hoher Geburt ist bereits vergeben. Ich weiß, auch ich war einst ein junger Knabe und in mir walten die Gefühle, aber diese müssen Sie lernen, im Zaum zu halten. Ich diene dieser Familie schon seit Jahren, Herr Bonhoff, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Aber auch Dienste haben Grenzen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wer ist denn der Herr hinter Ihnen, der hier rumschnüffelt an unseren Blumen? Ja, vertreiben Sie ihn. Ich mache meinen Rundgang. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis bald. Und grüßen Sie mir den Ehegatten, wenn er nach Hause kommt. Natürlich. Ich hoffe, Sie sind auch gut angekommen. Vielen lieben Dank. Natürlich, selbstverständlich. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Herr Klopelius. Ich wollte gerade den Herr Bürgermeister. Wie geht's es Ihnen? Mir geht's gut. Wie finden Sie den Zustand Ihres Dorfes vor? Kommen Sie doch ein, zwei Meter, damit wir nicht... Da, meine Herren. Wissen Sie, das Dorf ist erstaunlich sauber, aber ich befürchte, das ist ein Zustand, der nicht lange anhalten wird. Nun, da er wieder voll bevölkert ist, dieser Platz, wird auch in Kürze wieder der Mist und der Dreck Einzug halten. Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihr Bestes geben, das Dorf sauber zu halten, Herr Klopelius. Ich werde mich natürlich bemühen. Ich meine, das große Geschäft ist mein Geschäft. Dementsprechend stehe ich da natürlich gerne zur Verfügung und zur Seite. Und nicht zu vergessen, fließt die Gülle nimmer mehr, muss Mistmeister Klopelius her. Ja. Ein schönes Vers. Die Versmeister an ihn ist ein Minnesänger verloren gegangen.
Keller schauen. Ja. Apropos Sänger, meine Herren, dürfen wir uns vorstellen, wir sind neu hier im Lande. Ich und mein bisher unbekannter Freund, der Herr Bade hier, sind auf der Suche nach einem Gasthaus. Oh ja, selbstverständlich gibt es auch ein Gasthaus. Nun, ich kann Ihnen das selbstverständlich einmal zeigen. Dann kommen Sie mit hier, zeigt der Bürgermeister seinen Gästen noch selbst, wo sie lang müssen. Gar keine Ursache. Der Herr Bürgermeister gleich ja. Oh, was für eine Ehre. Ja, ich weiß. Bitte nicht in Schockstarre verfallen. Ja, ich bin eine wichtige Persönlichkeit hier. Die wichtigste vielleicht. Aber sehen Sie da vorne dieses Gebäude? Dabei handelt es sich um eine Gastschenke. Dort hinten? Ah ja, okay. Warten Sie, ich zeige es Ihnen. Gnädigsten Tag. Dort. Vielen Dank. Nichts zu danken. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen noch einen Hinweis mit auf den Weg geben. Als Bürgermeister bin ich natürlich der Schutzbefohlener dieser Stadt und wir sind gerade erst wieder eingezogen. Ich möchte Sie bitten, hier keinen Schindluder zu treiben. Selbstverständlich nicht. Bitte benehmen Sie sich. Muss man Auftritte für die Bühne dort vorne irgendwo bei Ihnen im Rathaus anmelden? Das kommt drauf an, was Sie für Texte spielen. Sind diese Texte in irgendeiner Weise zersetzend der Autorität gegenüber? Schönen Abend. Ihr. Selbstverständlich nicht. Gut. Zum Wohle des Volkes und der Lustbarkeit. Dann noch einen kleinen Hinweis. Auch ich steigernd. Kenne mich natürlich sehr gut aus in der hiesigen Künstlerszene. Am besten kommt beim gemeinen Volke ein Lied an, was den Bürgermeister rühmt. Selbstverständlich. Ich habe auch schon mitbekommen, dass ihr sehr beliebt seid. Ja, das ist sicherlich richtig. Als wir alle am Hafen angekommen sind. Herr Bade, wenn Sie uns, Herr Bürgermeister, wenn Sie uns kurz entschuldigen, Herr Bade, kommen Sie doch mal kurz. Ich entschuldige mich. Ja, auf Wiedersehen. Nun. Warten Sie kurz. Eine Minute kurz. Der Bürgermeister wartet doch nicht eine Minute. Dann gucke ich einfach so. Oh, lalalala. Ja, dicke Eier gibt's, dicke Kartoffeln gibt's. Äpfel und Milch. Guten Tag, Herr Schmied. Schleiche mich einfach Zentimeter für Zentimeter, schleiche ich mich ran an die Bande. So mache ich das. Vielen Dank aber auch für die Anregung. Also einen höre ich, den anderen höre ich nicht. So, wollen wir uns vielleicht die Gastschenke mal ansehen? Hat er nicht gerade gesagt, ich soll warten? Okay, Herr Bürgermeister, melden uns da nochmal bei Ihnen. Schon mal vielen, vielen Dank. Sehr gerne und wenn Sie jemanden treffen, erzählen Sie gerne davon, der Bürgermeister Brummerfeister. Ja, natürlich, natürlich. So machen wir das. Gehen Sie dorthin. Einen Titel, den wir verwenden müssen? Eure unerreichte Durchlaucht. Schäfer der Schäfchen. Licht in der Dunkelheit. Der Pfad. Also Bürgermeister meint ihr? Des Guten. Ist doch ein Synonym, oder? Entschuldigen Sie bitte, ich zitiere aus dem Gedächtnis. Wissen Sie, mir sind vom Volk im Laufe der Monate und Jahre meines Dienstes an Ihnen zahlreiche Titel verliehen worden. Ich finde, es ist ein Zeichen des Respektes, sich auch an diese Titel zu erinnern. Schließlich bedeuten sie den Menschen sehr viel. Selbstverständlich. Nun, ich wünsche Ihnen einen gelungenen ersten Auftritt. Ich werde zugegen sein und ihn lauschen. Danke. Grüßen Sie Gott. Bis bald. Auf Wiedersehen. So, ich werde meinen Rundgang etwas fortsetzen. Oh, jetzt ist wieder was drin. Okay? Elderling. Verzeihen Sie, meine Frau, sie ist einfach... Guten Tag.
Guten Tag. Ich bin der Bürgermeister, ja. Ich mache gerade einen Rundgang und schaue nach dem Rechten, ob alle Bürger sicher in ihrem Haus, in ihren Kemenaten, wo auch immer sie wohnen, angekommen sind. Geht es ihnen gut? Haben sie alles vorgefunden? Ist es sauber? Fehlt etwas? Tatsächlich, also den Herrn Elsterling fehlt zum Beispiel noch, da müssen wir uns um die Feuerstelle kümmern. Und der Herr von Weberliching ist noch nicht angekommen. Ja, das ist mir auch zu Ohren getragen worden. Er verspätet sich wohl etwas, dringende Geschäfte. Ja, anscheinend. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen, wenn er am Hafen ankommt. Ich hoffe es auch. Ja, wissen Sie, so eine Überfahrt ist gefährlich. Was auch gefährlich ist, ich habe ziemlich viele Rufe gehört, die gegen den Adel gerichtet waren bei der Ankunft. Haben Sie das aufgenommen? Nun, das beängstigt mich ein wenig. Also, können Sie da vielleicht was gegen machen? Ich denke, wenn der König nachher seine Ansprache auf dem Burghof hält und alle, ich denke, da werden sich die Wogen kletten, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, das wollen wir doch hoffen, wissen Sie. Ich hoffe doch, es ist. So etwas kann immer nur in einem Blutbad enden. Der Himmel selbst hat die Hierarchien in Liedern und Texten gegossen. Auf das wir uns aufteilen, oben der König, dann der Bürgermeister, dann der Adel, dann das gemeine Volk. So war es immer, so soll es immer sein. Wenn sich daran etwas ändert, dann ist die gesamte Stabilität der Welt in Gefahr. Aber mein Lord von Bomhoff, jetzt mal, Rustalot steht ja jetzt schon ein Weilchen und wann ist denn das letzte Mal wirklich ein Aufstand passiert? Also der Rattler hier vom Pöbelverleih, der hat ja schon lange nicht mehr die Mistgabel und Fackeln ausgegeben. Das Schlimmste, was uns passiert ist, war diese Rattenplage. Also was ist denn, sonst ist ja, leben wir hier in Saus und Braus oder nicht oder wie oder was? Ja, mein Reden, es geht doch allen gut. Wer sollte denn da überhaupt auf den Gedanken kommen, zur Mistgabel zu greifen? So, und ich denke, das wird seine Majestät auch so nochmal verlauten lassen. Wir haben jetzt ein Neubeginn. Ein Neubeginn. Ein Neubeginn. Das ist ein schönes Motto. Dann hoffe ich, dass Sie hier sehr gut ankommen. Und wenn doch etwas zu Ihrem Missfallen passieren sollte, dann zögern Sie nicht, mich aufzusuchen. Und noch eine kurze Ergänzung vielleicht. Ihre Wortwahl, dass der Bürgermeister über dem Adel steht, das haben Sie wahrscheinlich nicht so gemeint, denn der Bürgermeister, er dient ja eigentlich dem Adel. Nun, Sie wissen natürlich. Ich gehöre der Adelsfamilie an, daher. Ich wollte gerade sagen, Sie wissen selbstverständlich, dass ich ja selbst von der sehr adeligen Adelsfamilie der von Bomhoffs entstamme, einer langen, traditionsreichen Adelsfamilie, ein Adelsgeschlecht, was vermutlich zur ersten Adelsgeneration überhaupt gehört. Und ihr wisst ja auch, dass die Familie Elsterling natürlich auch hinter dem Hause Bomhoff steht. Und dementsprechend würde ich Sie bitten, dass Sie sich weiterhin stark für den Adel machen. Denn ich mache mich selbstverständlich stark für den Adel. Aber wissen Sie was? Man muss auch dem Pöbel das Gefühl geben, gehört zu werden, genährt zu werden und in Lohn und Brot zu stehen. Weil wenn man das nicht tut, dann neigt er dazu, seine Unzufriedenheit mit Mistgabeln kundzutun. Und da sehe ich mich natürlich als Prellbock zwischen den Welten, verstehen Sie? Ich bin der Zaun, der den Pöbel vom Adel trennt. Ohne mich gibt's Chaos. Ich hoffe, der Zaun ist sehr hoch. Und wenn nicht, dann bauen Sie ihn höher. Ich bin der Zaun, auf mich können Sie bauen. Okay. In dem Sinne, machen Sie es gut. Haben Sie einen wunderschönen Tag. Wir richten uns mal weiter ein. Machen Sie dieses. Auf Wiedersehen. Ich drehe meine Runde. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Frau von Elsterling. Ich grüße Sie, Herr Bürgermeister. So eine Freude, Sie zu sehen. Ich habe gerade Ihrem Gatten einen Besuch abgestattet. Ich mache gerade meine Bürgermeisterrunde und schaue nach, ob alle wieder gut zu Hause angekommen sind, ob irgendwas fehlt, ob alles sauber ist. Geht es Ihnen gut, Frau Elsterling? Mir geht es bestens, ja. Außer, dass meine ganzen Waren verschwunden sind. Ihre Waren sind verschwunden? Ich habe alles leer. Frau Elsterling,
da müssen Sie sofort die Wache informieren. Also, das ist ja Diebstahl. Ja. Sind Sie sicher denn, dass noch alles vielleicht da war, als wir... Vielleicht haben Sie hier in Bewahrsam genommen oder so. Möglicherweise. Hm. Wissen Sie, wo das Wachhaus ist oder soll ich Ihnen es zeigen? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube rechts, dann links, dann geradeaus und dann wieder rechts. Ach, Frau Elsterling, ich weiß, Orientierung war noch nie Ihre Stärke. Schöne Leinwand übrigens. Schauen Sie mal. Hier ist das Dorf. Und dort drüben, ich zeig mal mit meinem Finger drauf. Da befindet sich die Wache. Sehen Sie? Ach ja, stimmt. Wissen Sie, ich bin die ganze Zeit immer nur am Arbeiten, immer nur in meiner Schneiderei oder auf dem Markt kurz. Ich habe das komplett vergessen wieder, wo das war. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Gerne, Frau von Elsterling. Und halten Sie mich gerne auf dem Laufenden. Selbstverständlich dulde ich keine Langfinger, kein Diebesgesindel hier in unserem Dorf. Ich hoffe sehr, dass Ihre Waren bald wieder auftauchen werden. Ja, ich danke Ihnen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen und mal schauen, wo meine Waren sind. Tun Sie das, mein Kind. Auf bald! Auf bald! So. Hi, wen? Wo läufst du hin? Es was? Wartet Arbeit auf dich. Es wartet, wo läufst du denn? Es wartet Arbeit auf dich. Das könnte 1:1 ein Dialog aus Die Gilde 3 sein oder so. Mein Herr Bomhoff. Guten Tag, werter Herr. Ich sehe nichts. Ja, ich sehe keinen Namen. Julius. Julius Knechtibert. Ah, Herr Knechtibert. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie sich gut wieder eingefunden? Ja. Ja. Ich hatte eben gerade schon eine äußerst seltsame Begegnung mit einem jungen Mädchen namens Gretel. Mich im Sumpf aufgelauert, könnte man sagen. Also, okay. Kommen Sie doch erstmal mit rein. Das müssen Sie mir jetzt mal in Ruhe erzählen. Komm, wir gehen in die Amtsstube. Setzen Sie sich. Was ist passiert? Das ist ja eine ungeheuerliche Geschichte. So, so. Und was ist dann geschehen? Das hat sie getan? So, so. Erzählen Sie ruhig weiter. Vielleicht... Müssen Sie etwas lauter reden? Ich kann Sie an diesem Ende des Tisches überhaupt nicht verstehen. Wo ist denn Ihr selbstbewusstes Auftreten geblieben? Mein selbstbewusstes Auftreten als Diener? Ah, da ist Ihre Stimme. Naja, selbstbewusst in dem Rahmen, in dem ich das gestatte, selbstverständlich. Nun verschwenden Sie doch nicht meine Zeit, wenn ich Sie schon dazu einlade, Ihre klägliche und wenig relevante Geschichte zum Besten zu geben, dann sollten Sie die Amtszeit des Bürgermeisters nicht sinnlos verschwenden. Jetzt fangen Sie bitte nochmal von vorne an und reden Sie so laut, dass ich Sie an diesem Ende des Mahagoni-Tisches auch verstehen kann. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr. Es ging darum, dass mich ein junges Mädchen im Sumpf aufgelauert hat. Dieses junge Mädchen hat sich als Gretel vorgestellt und sie ist auf der Suche nach ihren Eltern und nach ihrem Heim. Das bedeutet, hier läuft ein Mädchen, ein junges Mädchen herum, ohne Heim, ohne Eltern. Als wir dann Hilfe hier im Rathaus gesucht haben, niemand war leider dort, ist sie ausgerissen. Was meinen Sie mit niemand war leider dort? Also... Ich bin der Bürgermeister. Diese Form von subversiver Kritik, die können Sie sich in Zukunft sparen. Sonst sparen Sie sich Ihren Lohn und Ihren Essen. Haben wir uns verstanden? Natürlich, mein Herr. Entschuldigen Sie bitte. Es wird nicht wieder vorkommen. Da bitte ich doch drum. Wo ist jetzt diese junge Dame? Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? Im Sumpf? Auf dem Marktplatz. Auf dem Marktplatz hat sie dann der Herr Lostradamus in Empfang genommen. Der alte Tagelöhner, ich glaube, er wird sie berauben und bestehlen. Also das kann doch wirklich nicht sein. Ich habe sie doch zu einem... junge Mädchen kümmern.
Ich habe sie doch einen tapferen, zivilcouragierten jungen Mann erzogen. Warum machen Sie mir so einen Kummer? Dann kommen Sie mit und zeigen Sie mir, wo dieses Mädchen ist. Ich kann nicht zulassen, dass so eine unschuldige Person, schließen Sie die Tür hinter uns. Da kann ja sonst jedes Gesindel rein. So, wo haben Sie jetzt diese junge Gretel getroffen? Ich glaube, sie steht dort hinten. Nein, das ist die Stadtwache. Sie ist rot gekleidet. Blondes Haar. Ja, aber das ist doch gut, dass das die Stadtwache ist. Entschuldigen Sie, liebe Stadtwache. Das hier ist mein Assistent. Sie? Ja. Hex, war das ein Hexenwort? Haben Sie das vom Hexer gelernt? Was habe ich da gerade vernommen? Doch, Vogt, nicht in der Anwesenheit des jungen Lordprinzen. Und der Nun, ich... Mir war nicht darüber... Mir war das nicht bewusst, dass die Ohren des jungen Prinzen so dermaßen... sensibel sind für Worte. Ich werde sie natürlich weiser wählen für die Zukunft, eure Hauptmannigkeit. Aber nun lassen Sie uns doch zur Dringlichkeit zurückkehren. Mein Assistent, nenne ich ihn mal euphemistisch, hat mir eine ungeheuerliche Geschichte zugetragen. Die sollte natürlich auch das Königshaus interessieren. Oder meinen Sie, Sie sind nicht an Mädchenraub interessiert? Junger Lord, bedeckt eure Ohren, es geht wahrscheinlich um sündhafte Sachen, nicht wahr? Was für ein Mädchenraub. Knecht, erzähl die Geschichte dem werten Hauptmann. Was ist denn hier schon? Jawohl, mein Herr. Ich wurde in der Nähe des Sumpfes von einem jungen Mädchen abgefangen. Sie hat sich als Gretel vorgestellt und sie das ist raschelt in meinem Ohr. Habt ihr auch so Störgeräusche oder ist das mein Headset? Haben uns dann auf dem Weg zum Rathaus gemacht. Habt ihr dem Mädel gar nicht geholfen? Gemüse. Wir haben uns auf dem Weg zum Rathaus gemacht, um dort um Hilfe zu suchen. Leider war der Herr Bomhoff zu diesem Augenblick beschäftigt. Was war? Beschäftigt? Ich suche nach Kleidung. Ja. Knecht! Erstmal ist es... Ja. Ich höre. Erzähle er weiter. Mit diesen Informationen kann ich nichts anfangen. Ich meine, da war ein junges Ding verloren im Sumpf und hat sie begleitet. Ist es diese Frau? Zum Rathaus? Zum Rathaus. Und dann ist sie einfach losgerannt. Sie ist in den Wald gerannt. Und als ich sie später wiedergefunden habe, war sie in Begleitung von Herrn Lostradamus, dem Tagelöhner. Ich befürchte das Schlimmste. So, hören Sie doch, Herr Hauptmann, der befürchtet das Schlimmste. War es diese Frau? Sie hätten Angst vor der Dame. Lady Estrella von Weberlichen. Lichingen. Frau Weberlichingen. Verständlich? Oh, halt, halt! Stehen geblieben! Da ist der Täter! Was? Halt! Was? Männer! Der Mädchenräuber! Das ist der Glanzer! Der Mann muss einmal festgehalten werden, wir müssen eine Befragung durchführen. Herr Sir Prince Lord, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Hier wurden schwerwiegende Vorwürfe gemacht. Natürlich müssen wir diesen Herrn befragen. Einmal mit auf die Wache! Folgen Sie dem Gardisten bitte zur Wache. Was wollen Sie denn von mir? Ansonsten ich bin doch gerade helfe ich Ihnen. Na sehen Sie, Sir Lord, folgen Sie uns bitte. Siehst du, Knecht. Das hättest du auch alleine hinkriegen können, aber du hast weise daran getan, mich zu informieren. Denn du siehst, ich kenne mich aus mit der hiesigen Obrigkeit. Dann wollen wir alle hoffen, dass deine Schlampigkeit nicht am Ende das Schicksal des jungen Mädchens besiegelt hat. Und wenn du doch einmal in der Gegenwart des Prinzen über mich, deinen Herren und Bürgermeister, so unflätig redest, so sollst du bei Wasser und Brot über deine Missetaten nachdenken. So. Jawohl, mein Herr. Au. Jetzt sei nicht so ein Jammerlappen und sieh zu, dass du dich besserst. Jawohl. Gut. Ich möchte jetzt die übrigen Bürger begrüßen in dieser Stadt. Haben sie denn, wie ich dir aufgetragen habe, ja, Essen besorgen. Du musst Essen besorgen.
werde bald hungrig sein. Kaum ist was zurück und ist schon wieder als... Ja, wohl, mein Herr. Ich so ist gut. Du sollst gut daran tun. Absolut. Und wenn dir wieder ein junges Mädchen über den Weg läuft, dann kommst du früher zu mir, okay? Ja, das ist jedes Mal... wohl, mein Herr. Gut. Ja, Punga, bis später. Waren Sie schon in der Taverne? Nein, war ich noch nicht. Ist da was zu retten zufällig? Exzellentes Bier stellt dort, wird ah, Matthäus von Bonschweiler, ah. Ich höre es. Ich gehe auch mal in, den, in die Schenke. Oha, ja. Guten Tag, guten ja, Tag. Also, wirklich, kann ich nur empfehlen. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, guten Tag. Grüß euch, Herr Bonschweiler. Wir haben da doch drüber geredet. Ja. Ihr ausschweifender Konsum von Gebräu dieser Art tut Ihnen und Ihrem Verhalten und Ihrem Ruf in dieser Stadt überhaupt nicht gut. Ja, aber kommen Sie, wir sind jetzt wieder hier im Dorf. Das ist schon lange her. Das ist jetzt einmal als Begrüßung und jetzt ist auch wieder gut. Ja, das will ich doch hoffen, dass jetzt wieder gut ist. Ich möchte Sie nicht wieder von den Wachleuten morgens um 4 vom Marktplatz Brunnen zerren lassen, in den Sie sich erleichtert haben in Ihrem Suff. Nein, 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 nein. Das kommt schon nicht mehr vor. Das, also, kann ich Ihnen jetzt schon eine Garantie aussprechen, Herr Bürgermeister. Na, das freut mich doch zu hören, dann, trinken Sie bitte heute Abend nur noch Wasser oder abgekochten Wein. Natürlich. Ich sollte auch langsam mal Wasser trinken, glaube ich. Tun Sie das. Alles klar. Bis später, Herr Bonschweiler. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Gerne. So. Das ist auch so einer. Ja, alles wie immer. Von dem man nicht sicher ist, sollten Sie sich die Ohren zu halten, aber er macht mal wie immer nichts. Mein Herr, Auftrag ausgeführt. Essen ist im Haus. Gut zu hören. Ist Ihnen sonst vielleicht zersetzendes, unflätiges, gotteslästerliches Gerede zu Ohren gekommen? Nicht, dass ich wüsste, mein Herr. Schau mal nochmal in dein... Ich bin aber auch gerade erst angekommen. Was zu gebrauchen ist. Ah, schauen Sie nochmal in den Ohren nach, ob da vielleicht einige Worte gegen den Bürgermeister zu finden sind. Soll ich mal reingucken? Ja, bitte. Ich, bleiben Sie so. Ich schau mir weiter den Markt an. Ja, falls Sie irgendwelche noch Hinweise gut brauchen, welche... Alles sauber. So weitermachen. Weiterhelfen, meine Damen. Okay. Okay. Ich gehe in die Schenke. Oh, das ist natürlich sehr nett. Dann können wir natürlich auch eine Rundführung noch machen. Ach, es ist so schwer heutzutage, kompetentes Personal zu finden. Schauen wir mal, was hier in der Schenke los ist. Pöbel, ach nee, warte, das ist ja gar nicht eine Schenke, das ist der Pöbelausstatter. Oh. Okay, ich glaube, das ist gar keine Schenke. Ich habe das Foto für eine Schenke gehalten, wegen dieses schenkigen Schildes. Stellt sich raus, ist es gar nicht. Wo ist denn die Schenke? Da hinten? Wo ist die Schenke? Da ist die Wache. Das ist das Postamt. Das ist die Schmiede. Entzückt mich keinesfalls, wenn man den Namen, den mir meine Mutter gab, nicht korrekt ausspricht. Was ist, achso, das Mutter ist nur Schmiede. Werte Prinzessin Gwenya. Oh, Prinzessin. Was für ein geiler Turm da hinten. Leicht er hier durch Wald und Flur. Ja, so erkennt er mich nicht. Ich bitte um Gwenyanya. Gwenyanya? Nee. Na, wie lange seid ihr bereits in der Stadt? Das ist, mein... Ich werde...
Ich bin mit allen gerade erst wieder angekommen. Ja, vielleicht... Habt ihr euch einen Bart wachsen lassen in der Zwischenzeit? Sie stehen hier vor dem Bürgermeister. Nehmen Sie Haltung an. Oder muss ich mit dem Prinzen reden? Bei mir ist die Haltung natürlich angeboren, sieht man doch. Ja, zeigen Sie mal. Tatsächlich, der krumme Rücken des Pöbels knechtet Ihren Körper, Ihren Leib. Sie armer, armer Mann. Alles für den König und das Volk. Selbstverständlich. Und den Bürgermeister. In dieser Aufzählung sollten Sie nicht vergessen. Selbstverständlich. Entschuldigung, dass ich Sie nicht erkannt habe mit dem Bart. Das kann mal passieren. In der Tat habe ich mich modisch etwas verändert. Und ich freue mich sehr, dass Ihnen mein Bart aufgefallen ist. Gefällt er Ihnen? Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin ein großer Freund von Bärten. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Sir Edwin, zu euren Diensten. Gut, gut. Mit dieser Geste der Unterwürfigkeit soll nur noch jede Schuld von Ihnen gewaschen sein, werter Wachtmann. Und ich werde natürlich auch das Gespräch mit dem König jetzt nicht suchen. Es sei Ihnen verziehen. Ich bin euch zu ewigem Dank verpflichtet. Darauf komme ich gerne noch einmal zurück. Ich habe bereits einige schlimme, zersetzende Worte auf dem Marktplatz gehört, die sich gegen die Obrigkeit gerichtet haben. Es scheint mir so, als wenn der ein oder andere des Pöbels vielleicht nochmal einen Klaps auf den Popo braucht, um die ketzerischen Ambitionen zu unterdrücken. Verstehen Sie, was ich meine? Klapse verteilen mich ganz groß. Ich hab ihn nicht mitgenommen. Glaube ich. Dann halten Sie mal die Ohren offen. Nicht, dass ich hier eine Revolution anbahnt. Verstehen Sie? Ja. Nicht, dass unser König in Gefahr ist. Passen Sie bloß auf, was der Pöbel, dem kann man nicht trauen. Nein, ich traue sowieso fast niemandem. Das ist die richtige Einstellung, außer mir natürlich. Was Eine haben wir Spende denn hier? Für den Herrn. Ja, Herr Wachtmeister, ich habe dringende Geschäfte nun. Okay, warten Sie. Eine Spende für die heilige Raute. Ja, hier, passen Sie auf. Vom Bürgermeister. Er hat ein Lied für Sie geschrieben und er hat gemeint, er hat Inspiration gesammelt für Sie. Sehr gerne. Gesegnet sei der Bürgermeister, damit werden wir die heiligen Räume der heiligen Raute wieder herrichten können nach dieser unglaublichen Möge die heilige Raute mit Ihnen sein. Sie tun ein gutes Werk. Sie stets bewachen auf all ihren Wegen. Die heilige Raute möge auch mit Ihnen sein. Ja, ich bitte darum. Gabt euch wohl. Haha! Der Klerus. Auf dem muss man auch ein Auge haben. Mit Religion kann ich überhaupt nichts anfangen. Haben Sie da jetzt hingespuckt? Auf meine Stadt? Das würde mir im Traum nicht einfallen. Nein, nein. Ah, ich hatte für einen kurzen Augenblick den Eindruck, Sie würden dort. Aber das haben Sie natürlich nicht gemacht. Werter Herr, es war eine große Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Ich werde nun weiter meine Runde drehen. Haben Sie die Ohren und die Augen offen für den König? Herr Bürgermeister, ein großes Vergnügen. Auf Wiedersehen. Ich wollte ja zerschenken. Also. Die Schenke muss doch hier irgendwo. Die fliegenden Gebäude am Turm des Magiers. Wie erklären Sie sich den Magier? Da werden schon irgendwelche philosophischen oder theologischen Diskussionen geführt. Schneiderei, aber das gibt's doch nicht. Ich will jetzt sofort in die Schenke. Was ist das für ein Turm eigentlich? Steht kein Schild dran, kann man einfach rein? Und hier einer? Ich schleich mich mal hoch. Ich steck mal meinen Kopf über die Planke. Jetzt muss ich nur aufpassen, sonst bin ich bald schon Stammgast auf der Tür. Wache. Oh,
Das ist einfach nur ein Turm, ne? Wachturm. Aber bestimmt einen guten Ausblick. Vielleicht kann ich von da oben die Schenke sehen. Es wird gefälligst gekniet, wenn der Hofstaat hier... Ja. Geht noch weiter nach oben. Uiuiui. Oh, hier sind Speere gelagert. Also, das ist der Dorfplatz. Da hinten sind große schneebedeckte Berge. Da hinten ist der Königspalast. Hier ist nix. Ja, aufgrund des Geländers kann man leider nicht allzu viel erkennen. Aber schöner Ausblick. Oh, kann man die Kirchenglocken läuten? Ist das der Kirchturm? Gehört der irgendwie zu der Glaubensgemeinschaft? Oh. Keine Ahnung. Ich finde, als Bürgermeister mit meinen feinen seidenen Klamotten sollte ich auch nicht auf so alten Splitter lastigen Leitern gefunden werden. Was ist denn jetzt hier? Das wird ja immer größer. Das ist eine richtige Aufruhr. Es ist ein Ort in unserer Kirche, den ihr aufsuchen könnt, wenn ihr Sünde begangen habt, um euch von dieser freizusprechen. Um Sünde. Den heiligen Long Shen zu bitten, euch zu vergeben. Heiliger Long Shen. Was? Hören in meine Ohren, der heilige was? Der heilige Long Shen. Wer ist der heilige Long Shen? Das Wesen, das über uns wacht. In der Nähe des Prinzen und der Prinzessin wird gekniet. Knien Sie nieder. Möglich macht. Wie macht man das? So. Meine Mutter hat mein noch Leben nie in möglich der gemacht. Welt. Das stimmt, unsere Mutter. Mutter. Die ehrenwerte Mutter. Ich hörte davon. Ach, die Frau Königsmutter. Gnade. Mein Beileid. Möge Longstern sie gnädig haben. Ist jemand gestorben? Ja, natürlich. Als ihre Mutter noch im Lande war, Mutter ist nicht bei Longstern in diesem. Möge sie in Frieden ruhen, die Königin. Die das ist ein schlechter Zeitpunkt! Schweige her! Mutter! Tut mir leid. Nun denn! Mutter! Junge Lady, Prinzessin die Königin und ist tot. Prinz Frank, wollen wir nun denn weiterziehen oder wollen Sie sich noch mit den erfahrenen Bürgern und des Volkes weiter unterhalten? Vielleicht ein kühles Getränk in der Taverne? Zum Greifenberg? Ja, gern. Sehr wohl, solange diese Personen nicht weiterhin unseren Weg versperren. Die Königin ist tot. Und habt noch einen wunderschönen Tag und Dankeschön für die Sorge über den Wald. Möge die heilige Raute mit euch sein. Die heilige Raute? Aus dem Weg! Heilige Raute? Platz machen! Lasst uns schnell weiterziehen. Die Königsfamilie! Denn hier geht es zur Taverne. Das ist die falsche Richtung. Ah, die gehen zur Taverne, da wollte ich auch hin. Taverne ist hier. Geht nieder. Ein Monat auf dem Festland haben mich verwirrt. Nieder für die Prinzessin. Da hinten, das ist die Taverne. Was steht da drauf zum Greifenhorst? Ich liebe die Königsfamilie. Hoch lebe die Königsfamilie. Gehabet euch wohl. Knickt nieder! Ihr bekommt Besuch von der königlichen Familie! Das ist tatsächlich die Taverne. Zum Greifenhorst, okay, verstehe. Nun! Oh, hallo! Familie, junger Lord und junge Lady. Wir befinden uns hier an einem gar schummrigen Ort. Die Greifstaverne. Das ist ziemlich groß. Hier wurde viel. Es gibt jetzt einen Rundgang, viele Ratten, ne? Wurden hier gesichtet und ausgemerzt, aber nun denn. Zwei sind noch übrig geblieben. Junge Schrankmeil, halten Sie die zwei Ratten noch gefunden, die übrig geblieben sind. Welch merkwürdige Töne erklingen in meinen Ohren. Kuriose Musik wird hier gespielt. Ja, gar lustige Musik von der Bardin.
Gruppe, die dorthin flyert. Ganz schön laut, ne? Erhebt euch, ihr müsst nicht so lang knien. Ah, gute Idee. Oh, danke. Sir, heute schon viel gekniet. Sie übernehmen das Moment. Ich kümmere mich um diese Pöbel hier. Kommen Sie mit raus, Herr Wache. Natürlich. Ich guck mir das mal an hier, wie das aussieht. Auch wenn die Musik etwas laut ist. Was darf ich Ihnen bringen? Ja, das pack ich denn nicht. Nein. Ist das ein Klo? Das ist ein Klo, guck mal hier! Geil! Ja, erstmal hier. Tür zu. Bester, tu dies nicht, bitte. Okay, fertig. Tür zu, hör auf. Tür zu. Was haben wir hier? Das sind, die kann man sich mieten oder was? Herrlich, guck mal. Das sind so kleine Apartments. Oh, es ist ein Shepard, aber laut, die Mucke. Das müssen wir mal. Hier wird es wahrscheinlich auch Versammlungen und Konzerte und so geben. Oh, hier. Vielleicht ist das. Diese Pilze habe ich am Straßenrand gesammelt. Die haben. Oh, okay. Besser? Schwester, wie geht's dir? Atmest du? Mit deinem Namen zum Anfang. Eventuell sollten wir darüber. Auf keinen Fall möchte ich das der Königsfamilie unterstellen. Aber eventuell gibt es jemanden in den Mauern der Königsfamilie, der sich selber oder die Familie damit stärken möchte, sich mit dem Wiederaufbau zu brüsten. Ich muss immer gucken, was hier so passiert. Vielleicht reden wir zum allerersten Mal die Wahrheit, Herr Vater. Immer ignorieren bin ich. Ihr sprachet eben von diesem Turm, der fliegt. Der feine Herr Kämmerer. Danke für diese Information. Der Turm des Magiers. Allerdings. Und seitdem dieser hier ist, ist so einiges anders. Ich glaube, der Magier könnte für die Rattenplage verantwortlich sein. Oho. Ich glaube, jeder Magier und jede Hexe kann für so etwas verantwortlich sein. Jetzt wird der Magier direkt hier ins Kreuzfeuer. Dann haben wir ja noch keinen Magier hier, nicht? Vielleicht sollten wir den Magier erstmal kennenlernen. Eine Hexe, die vielleicht so tut, als würde sie dafür verantwortlich sein, alle zu heilen. Könnte so eine Plage auch ins Land rufen, damit sie ihren guten Ruf wahrt. Also, liebe Mitbürger, ich merke ja hier schon einen Stimmungswechsel. Das ist sehr viel Spekulation, aber ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Wir können einfach nur beten und hoffen, dass wir in Zukunft von so etwas verschont bleiben werden. Ich meine, vielleicht hören wir ja heute Abend, was der seine Majestät zu sagen hat dazu. Was zu trinken für die Garde? Wenn die Glocke 21 mal schlägt, wird es eine Ansprache geben. Es gibt zwei Gerüchte. Und da hören das ja. Der König kann uns entschieden anwesend sein soll. Oder es gibt eine zusätzliche Last. Ah, das wird, also ich denke, die Schatzkammer ist reich gefüllt, denke ich, nicht wahr, oder? Nicht wahr? Das Leben ich hoffe, von Rudi Betz, das kann man nicht wieder kaufen. Oh, Junge. Wir hoffen, dass die Schatzkammern reich gefüllt sind, denn unsere Kirche hat es nicht geschafft, die Plage heile zu überstehen, sondern wir haben sehr viel Schaden erlitten. Mhm. Das heißt, wenn ihr wieder zur Beichte kommen wollt, wenn ihr wieder zur Messe kommen wollt, dann sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr in den kommenden Tagen, heute, eine Gabe übrig habt, hab ich das schon. So reicht diese sehr gerne meinen Messdienern. Wir sind auf jede Spende angewiesen, um unser Gebäude wieder intakt zu bringen. Essen hier. Eine Spende für den Herrn. Ich habe bereits gespendet. Spendi.
Dies lag aber nicht an mir. Das lag sobald Sie mir beweisen können, dass Ihr Glaube irgendwas Hand in den Weg auch nur irgendwas beinhaltet, dann werde ich vielleicht danach. Schmeiße nichts mehr in die Kollekte. Danke für die Spendung. Stabil, stark. Dank. Sie müssen wie ein Wal pusten. Sie sind der Thronfolger, wenn Ihr junger Vater, Ihr älterer junger Vater stirbt, dann was soll denn nur aus dem Königreich werden? Und dann. Ich bin das Stärkste, was es im Königreich gibt, Mutter immer gesagt. Bezüglich eures Haustieres nicht gut gehen, so sucht uns jederzeit auf. Jetzt seht ihr die Problematik, Herr Keller. Was ist das da für ein Turm? Ist das der Magierturm? Das müssen wir uns auch nochmal eben angucken. Oder war das gerade ein Grafikfehler? Oder gibt es da irgendwelche Elektroblitze, die um den rum tänzeln? Das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Magierturm. Gibt ja auch einen Magier. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, das arme Mädchen Gretel, na, das, deren Aufenthaltsort bleibt mir natürlich verschlossen. Aber guck mal da mit diesen komischen Kristallen und so, das ist ja abgefahren. Das ist echt abgefahren. Ich glaube, das ist der Magierturm. Wer schleicht um meinen Turm? Ah, guten Tag, Herr Magier. Ich bin's, Ihr Bürgermeister. Ich mache lediglich meine Runde und vergewissere mich, dass alle Schäfchen der Herde heil in ihrem Ställchen angekommen sind nach der längeren Abwesenheit in unserem Dorf. Der Bürgermeister. Wie war Ihr Name noch gleich? Na, sicherlich haben Sie heute einen über den Durst getrunken vor Freude, dass wir wieder angekommen sind und es darüber vergessen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein alter, ehrwürdiger Bewohner unserer Stadt den Namen des höchsten Bürgermeisters aller Zeiten vergessen hat. Mein Name ist Wilbald Erben von Bohmhoff, der Bürgermeister. Geht's Ihnen gut soweit? Mir geht's ganz fantastisch, Herr Wilbald Erben. Ja. Freut mich, dass Sie auch wieder hier angekommen sind. Ja, ja, die Freude ist ganz meinerseits. Wissen Sie, viele Leute im Dorf halten Sie für einen zwielichtigen, alten, knarzigen Kerl, dem man doch so einige Missetaten, wenn nicht zutrauen, doch auch in die Schuhe schieben möchte. Und ich wollte Sie lediglich darauf aufklären, natürlich in aller Geheimniskrämerei und freundschaftlicher Verbundenheit, dass es Stimmen auf dem Marktplatz gibt, die Sie mit der Entstehung der Rattenplage in Verbindung bringen. Die Rattenplage. Mit so einem kleinen Vieh verschwende ich doch nicht meine Zeit. Naja, wie sagte schon der alte Ignatius von Bürg, eine Ratte mag klein sein, doch viele Ratten sind groß. Genau, genau, das habe ich auch immer gehört. Ja, jetzt, wo ihr es erzählt, unglaublich. Ja, nun gut, ich möchte Ihnen selbstverständlich nicht unterstellen, dass nur weil Sie dieses seltsame okkulte Handwerk für sich entdeckt haben, dass Sie jetzt nun gleich so eine Nagerplage auf unser unschuldiges, schönes Dörfchen gehetzt haben. Warum sollten Sie das auch tun? Nur weil Sie etwas vom Dorf ausgegrenzt werden und außerhalb leben müssen. Das wird ja sicherlich Ihren Charakter nicht so weit angreifen, dass Sie zu so einer Missetat in der Lage wären, aber ich würde Sie dann doch darum bitten, wenn Sie in Zukunft so etwas Ähnliches wie eine Rattenplage planen, das vorher mit mir zu konsultieren. Herr Wilbald Erben, ich bin der Berater des Königs. Ich bin hier, um zu helfen. Der König, der braucht mich, der braucht meinen Rat. Ich hätte doch gar kein Interesse, hier eine Rattenplage über die Insel zu jagen. Na, dann ist ja gut. Selbstverständlich würde ich Ihnen auch nichts anderes als ehrwürdige Taten
unterstellen wollen, von daher, dann lasse ich sie jetzt mal in Frieden. Hier ist so ein seltsames Brummen und Summen und Rauschen und Friemeln in der Luft. Es ist ja... Entschuldigen Sie bitte, ich habe Amtsgeschäfte zu erledigen. Es war mir eine Freude, Herr... Wie war noch Ihr Name? Mein Name ist Kadergast. 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 Selbstverständlich. Ich werde meinem Assistenten sofort sagen, er möge das aufschreiben. Herr Kadergast, haben Sie einen schönen Tag. Leben Sie wohl, Wilbald Erb. Und diese seltsame, latent drohende Stimme, sie macht mir etwas Sorge, aber ich muss mir doch keine Sorgen machen, Herr Magier. Sie haben doch nicht etwa irgendein Ritual dort oben in Ihrem Turm vorbereitet zu meinem Schaden, nehme ich an. Natürlich nicht. Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Gut, mein Körper sagt, ich soll auf der Hut sein, aber mein Geist sagt, Sie sind ein Ehrenmann. Nun denn, gehaben Sie sich wohl, Radagast. Gehabt euch wohl. Mächtige, vermute ich. Schnell weg. Ich traue diesem Mann nicht. Wo, habe ich das laut gesagt? Nein. Nun... Ja, also, der Magier ist eine vielleicht zwielichtige Gestalt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich ihn einzuschätzen habe. Was geht noch so vor in diesem Dorf? Wo ist eigentlich mein Assistent? Oh. Ist er ein Toter? Sind Sie noch bei der Wache tätig? Und dieses Schwein hat die Extremitäten eines Pferdes herausgelassen. Ich war schon bei der Wahrsagerin und sie hat mir gesagt, dass das ein gutes Zeichen für mich ist. Haben Sie ebenfalls übernatürliche Kräfte? Ich kann so nicht meine übernatürliche Kräfte. Mal hier wird wahrscheinlich dann eine Rede gehalten, ne? Stellt man sich hier rauf. Also, hört, meine Damen und Herren, ich habe Folgendes anzukündigen. Oder ist das sogar... Nee, das ist kein Schafott oder so, ne? Nee, das hier ist der Galgen. Eine Hexe. Oh ja, oh Gott, da wird man geköpft. Uiuiuiui. Also, sogar mit Falltür für den Kopf. Oh Gott, das ist ja perfide gut durchdacht. Guten Tag. Aber da können Sie doch eigentlich hallo, guten Tag. Nichts mehr zum Schmieden. Wir haben nichts mehr zum Schmieden. So, warte mal. Die stehen doch vor meinem Rathaus rum. Was machen die denn hier vor meinem Rathaus? Okay, aber Werkzeug und sowas, alles ist da. Ja, okay. Dafür brauche ich ja nur meinen Hammer, den habe ich immer am Mann. Meine Herren, da ist der Herr Bürgermeister. Vielleicht könnten Sie ihm dann nochmal Ihr Anliegen nahebringen. Guten Tag, wertes Volk. Bürgermeister, wir wurden bestohlen. Wie bitte? Herr Bürgermeister, wir wurden beklaut. Beraubt. Komplett ausgeraubt. Die Rattenfänger haben uns alles geraubt. Rattenfänger. Sie sehen mich kochend vor Wut. Nicht nur die Ratten. Ja, ich sehe das schon. Herr Bürgermeister, Sie müssen was tun. Also, wenn ich die Herren richtig verstehe, so sind sie dem Glauben anheimgefallen, dass die eigentlich als altehrwürdig zu betrachtenden Rattenfänger, die seit Jahrhunderten Dörfer von der Nagerplage befreien, einfach lange Finger gemacht haben und sie erleichtert haben um ihr Hab und Gut? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Das ist ja ungeheuerlich. Was ist Ihnen denn entwendet worden? Meine Axt fehlt mir. Alle Rohstoffe. Wir können nicht mehr arbeiten. Das ist ungeheuerlich. Ein Arbeitsvolk, was nicht arbeiten kann, das ist für das Dorf überhaupt nicht gut und damit auch für mich nicht. Ich sehe mich persönlich eingebunden in diese Tragödie. Wir müssen
unverzüglich die Wachen informieren. Habe ich bereits. Ich auch. Und wie haben sie darauf reagiert? Wir wollen jemanden hängen sehen. Die Stadtwache ist sofort natürlich dem Ganzen, hat sie sich angenommen, ist zu den Hexen gegangen, denn ich habe natürlich zuerst die Hexen beschuldigt. Wie immer. Ja, ja, wie immer, aber natürlich. Die sind anscheinend da dran. Ja, gut so. Aber hatten sie, Da hat die Stadtwache nicht gemacht. War es nicht eure Vermutung, dass die Rattenfänger in unserer Abwesenheit ihre Besitztümer entwendet hatten? Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? War ja niemand mehr auf der Insel. Richtig. Die Hexen sind auch schuld. Ja, die sind immer schuld. In alter Tradition. Naja, also ich finde es schon legitim, wenn einem etwas Unglück widerfährt, die Hexen auch direkt mit in die mögliche Täterschaft mit aufzunehmen. Das hat Tradition. Sowieso. Aber ich meine, jetzt gerade eben geht es nicht um die Hexen, jetzt geht es um unser Zeug und so. Da haben Sie natürlich recht. Wie haben denn die Wachen reagiert? Haben Sie was unternommen? Gar nichts. Gar nichts? Ja, wofür bezahle ich diese Bande von Halsabschneidern? Ich werde sofort zu den Wachen laufen. Drüben könnte sie gleich beschweren gehen. Kommen Sie doch mal mit mir mit. Wache! Der Prinz guckt euch. Kniet. Ein Herz über. Ja, das war sie. Wache! Ja. Ich bitte um ein Wort. Wir sind gerade auf einer wichtigen Mission. Ich sehe das. Sie sind in der Begleitung des... Nichts kann wichtiger sein als der Durst des Prinzen. Da haben Sie selbstverständlich recht. Wissen Sie, der Prinz und seine Bedürfnisse stehen über allem. Lediglich Gott muss er sich gegenüber verantworten. Aber wir wissen doch alle, dass das, was den Prinzen mit großem Glück ausfüllt, ist die Sorge um sein Volk. Ist es nicht so? Das füllt mich mehr aus als mein leerer Magen gerade. Sehr richtig. So denn, auf ein Wort, werter Monarch, hinter mir stehen drei vom Schicksal arg gebeutelte Herren. Sie wissen doch das Handwerk, das ist doch der Unterpfand ihres Reiches. Und diese armen Handwerker, sie wurden schändlich beklaut und ihrer Waren erleichtert, sodass sie nicht mehr produzieren können. Und was ist ein Königreich, dessen Handwerker nicht mehr produzieren können? So unternehmen sie doch was. Hört. Hört. Was wurde denn entwendet? Dann finden wir den Schuldigen. Nun sprechen Sie, werte Handwerksbande. Der König hat Ihnen das Ohr geliehen. Meine Axt, eure Durchlauchtigkeit. Meine Axt wurde gestohlen. Ja. Von wem? Wie soll ein Holzfäller Holz hacken, wenn ihm die Axt fehlt? Euer Meister. Sind die Holzfäller oder Zimmermann? Naja, beides. Ich muss ja das Holz fällen, damit ich an schreinern kann, mein Herr. Der König hat den Holzfäller vorhin gesucht. Der König hat den Holzfäller gesucht. Nun, dann wird der Holzfäller uns begleiten. Und nur der Holzfäller. Wir sind eh gerade auf dem Weg zum Schlosse. Und dann werden wir auf dem Weg die Schenke auch Dinge geklaut. Darf ich zu Worte kommen? Nein, dürfen Sie nicht! Und Herr Prinz Lord, darf dieses... So mit meiner Frau! Wieso muss man eigentlich durch Kind knien? Wer wagt es dem Prinzen etwas vorzufressen? Wer wagt es dem Prinzen und der König klar etwas vorzuwerfen? Wer das welch im Mund kann? Ich habe dem Prinzen nichts vorgeworfen. Dem Prinzen habe ich nichts vorgeworfen. Bewerft ihn mit allem, was ihr habt. Schweiget! So, ich komme später, Marktschreier. Entschuldigt. Ja, Sie wird darauf hingewiesen, nicht so mit meiner Frau zu sprechen. Wir sind, ich bin Edopold von Elsterling. Also, Sie können vielleicht mit dem Pöbel so sprechen, aber doch nicht mit dem Adel. Also, das erweckt doch einfach nur... Also, das können Sie nicht machen. Aber Edopold... Hat er nicht Unrecht? Wenn der Adel keinen Respekt vor dem Prinzen hat, müssen wir hier gar nichts. Dem Prinzen. Der Adel steht hinter dem Prinzen. Und kniet der Adel natürlich. Dann nicht nieder?
weil ich jetzt zu Wort kommen wollte. Natürlich knie ich vor dem Prinz. Haben Sie das gesehen, Herr Prinz? Sie müssen immer schön den Kniefall üben, ansonsten werden Sie niemals Ihre Untertanen. Nun, wir haben dies vernommen und werden es in der Zukunft sicherlich in Anwesenheit des Prinzen berücksichtigen, nicht wahr? Der Adel hat ja schon eine gehobenere Stellung. So! Mehr wollt ihr nicht hören, danke. Nun denn! Das normale Volk und der Dorfvogt, kümmern Sie sich, dass das Volk jetzt ausschwärmet. Der Prinz will freien Raum haben, er will zum Mundschenk und dann müssen wir uns um den Holzfäller kümmern. Nun denn! Auf! Werte Mitbürger und Mitbürgerinnen, das Ohr des Prinzen bleibt nun verschlossen. Es lauscht nunmehr nur Gott. Und vermutlich der Stadtwache. Die Audienz ist beendet. Husch, husch, bitte verteilt euch, wertes Volk, in eure Gemächer und ins Gasthaus. Junger Lord Frank, kommen Sie, wir müssen weiter. Ich will meine Rohstoffe, ich kann doch keine Waffen produzieren. Wenn er seine Axt vermisst, soll er doch einfach eine neue nehmen. Herr Teufelshammer, Sie haben gerade doch bemerkt, ich habe alles, was in meiner Macht steht, getan und Ihnen eine Audienz beim Prinzen verschafft innerhalb kürzester Zeit. Also irgendwann ist auch die weltliche Gewalt des Bürgermeisters erschöpft, aber ich verspreche Ihnen natürlich, dass ich weiterhin alles, das in mir Macht stehend, in meiner Macht stehende tun werde, um Ihre Rohstoffe zurückzugewinnen. Das wäre gut, aber wir wollen niemanden hängen sehen. Da hängt noch niemand. Ja, Ihre Blutdurst ist mehr als angemessen. Auch ich bin Freund einer guten Hängung. Aber vielleicht müssen wir uns noch etwas gedulden. Ja, okay. Dann natürlich danke sehr für Ihre Bemühungen, Herr, also, Herr durchlauchtigste Oberbürgermeister Halt. Immer gern. Haben Sie Geduld, die Gerechtigkeit wird auch in Ihr Haus kommen. Weg. Wie soll ich denn so arbeiten? Ja, aber bitte anklopfen, ich schlafe meistens. Ich sage ihr Bescheid. Und beehren Sie mich bald wieder, wenn Sie Probleme haben. Ich helfe gern. Ich danke Ihnen. Natürlich. Sehr gut. Hast du gesehen, wie man das macht, Knecht? Das ist einer, der sich um mich kümmert. Hier. Ich werde mir definitiv ein Beispiel daran nehmen. Herr Bürgermeister. Was? Ja, selbstverständlich. Was kann ich tun? Ich will den Beruf nicht aufgeben. Da kiekst du. Da guckst du es. Hubert, da guckst du es, Meisterjäger. Eine Freude. Was kann ich tun? Ich freue mich eben. Ich bin auf der Suche nach Tieren. Ich bin Meisterjäger und ich finde keine Tiere. Außer beim Schweinebauern. Nur dem darf ich die Tiere nicht wegschießen. Werter Jägersmann, Sie wissen, ja. Sie wissen doch sicherlich, dass jegliches tierisches Vorkommen dem König gehört und ohne Erlaubnis des Monarchen ist natürlich der Abschuss des Tieres ein Frevel, ein Gesetzesbruch allerhöchster Güte. Ich habe vor, es müssen mittlerweile 3 Jahrzehnte gewesen sein. Da habe ich offiziell die Erlaubnis erhalten, als einziger auf dieser Insel Rastelot jagen zu gehen. Ist dies nicht mehr gültig? Zeigen Sie mal her. Den Wisch. Haben Sie nicht... Moment, ich, ja, irgendwo in Ihren tiefen Taschen. Da... Greifen Sie mir doch mal bitte hier hinten links. Ich greife nirgendwo hinein. Für wen halten Sie mich? Knecht, greifen Sie hinein. Das ist ja wohl eine Frechheit. Entschuldigen Sie bitte, Herr Knechtelbert. Knecht. Links. Nee, nicht Mitte. Links. Links. Links, Entschuldigung. Ja, danke. Ja. Schreiben. Er hat recht. Bitteschön. Ja. Knecht, kannst du bestätigen, dass dieser Herr über ein Schreiben verfügt mit Siegel und Unterschrift des Monarchen? Ich kann leider nicht deuten, ob das jetzt eine Unterschrift vom Herrn Monarchen, vom Herrn erlauchten Monarchen ist, weil ich kann nicht lesen. Du Dummbatz, was habe ich dir gesagt? Du sollst lesen lernen. Hören Sie, jetzt nun, was ist denn nun jetzt hier los? Das, also...
Ich möchte mich recht herzlich entschuldigen. Mich immer so. Jetzt hör auf zu jammern! Sei froh, dass ich dich unter mein Haus genommen habe und dir Kost und Logis überlasse. Wer sonst würde dich denn aufnehmen wollen? Unters Haus passt. Unters Haus, ja. So, also, Herr Dakikste. Ja. Ich fürchte, Sie müssen noch tiefer in den Wald vordringen, denn aufgrund der Rattenplage ist viel Rotwild und Schwarzwild geflohen. Sie wissen ja, die Ratten sind unglaublich groß gewesen, fast magisch groß, und sie haben den Kehlbiss am Schwarzwild angesetzt und ist von hier vertrieben, sodass sie vermutlich tiefer in den dichten Wald hineindringen müssen. Ja. Sehr, sehr tief. Aber mein Herr. Sehr tief. So tief wie Gerüchte um die Feuerspeiende. Die Gerüchte um die feuerspeiende Echse. Jemanden so tief in den Wald zu schicken, finden Sie das nicht ein bisschen fahrlässig? Der Mann ist Jäger. Der wird sich ja wohl Tieren gegenstellen können. Machen Sie sich. Willst du etwa sagen, er würde sein Handwerk nicht verstehen? Richtig. Meisterjäger. Sehen Sie, er ist sogar ein Meisterjäger. Ja. Seit Jahrzehnten. Ja gut, dann ich werde dies mal beherzigen und mich mal hinauswagen. Nicht? Nach vielen Tagen auf See, es ist alles noch ein wenig ungewohnt für mich, nicht? Ja, das verstehe ich. Auf See kann man ja auch nicht jagen. Ja, das ist richtig. Denn ich bedanke mich recht herzlich, Herr Bürgermeister. Sehr gerne. Ich helfe immer. Mein Amt verpflichtet mich. Dann, wenn Sie etwas erlegen, dann kommen Sie gern vorbei und dann können wir gemeinsam ein leckeres Stück Wildschwein verspeisen. Ja. Ja, ich bringe Ihnen gerne mal etwas vorbei, ja. Sehr, sehr gerne. Bringen Sie es gerne meinem Knecht. Aber nicht daran gehen, wenn der das bringt. Das ist für die Dame und den Herrn des Hauses. Viel Glück auf Ihren Wegen, Herr Dakikste. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Gerne, gerne. Mein Freund. Nein, das war nicht. Ja, Arbeit, selbstverständlich. Haben Sie was zu essen? Hast du was zu essen besorgt, Knecht? Ja, natürlich. Bitte folgen Sie mir. Hier in der Kiste. Daran hast du gut getan. Gute Arbeit. Hast du etwas über das verschwundene Mädchen in Erfahrung gebracht? Nein, leider gar nicht. Leider gar nicht, na gut. Keine weiteren Informationen. Ich werde mich jetzt... Mein Herr... Ja? Ja? Ich werde mich gleich zur Ruhe betten. Möchtest du vorher noch Anweisungen haben? Was liegt dir auf dem Herzen? Ich will ja nicht nur grob sein. Ich habe gerade eine kleine Kontrollrunde gemacht, die umliegenden Bauernhöfe ein bisschen abgeklappert, um zu schauen, ob alle Leute wieder gut angekommen sind und ihrer Arbeit nachgehen können, uns alle zu versorgen. Und dabei ist mir aufgefallen, im Südosten gibt es eine große Turmruine. Im Südosten, ja, okay. Also einer der großen Wachtürme. Kannst du bitte die Tür öffnen? Das Zeitliche gesegnet. Natürlich. Herr Müller! Hallo, Herr Bürgermeister! Das bin ich, Herr Müller. Was kann ich für Sie tun? Also, erstmal, ich kam gut an. Meiner Mühle geht soweit gut. Ich habe ein Problem mit meinem Mühlenrad. Das dreht nicht mehr. Mein Haustier ist tot. Aber das größte Problem ist, mein Weizen wurde aufgefressen und ohne Weizen als Müller. Weizen wurde aufgefressen. Ja, ohne Weizen kann ich als Müller ich weiß nicht, woher ich gerade Weizen kriegen soll. Also das geht nicht. Die ganze Stadt ist darauf angewiesen, dass das Sie das notieren Sie das, Knecht. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist ja ein Verbrechen allerhöchster Güte. Vorräte, alles weg.
Gibt es Spuren? Haben Sie die Wache informiert? Ich hab, dadurch, dass ich ja das auch zu Mehl mache natürlich, im Mehl waren überall kleine Rattenfüße. Das einzig Merkwürdige waren, es waren auch große Menschenfüße dazwischen. Im Mehl? Auf jeden Fall ist alles weg. Im Mehl. Also, Herr Müller, Rattenfüße im Mehl. Es wird dich schockieren zu hören, dass dies nicht das erste Verbrechen ist, welches am heutigen Tage an meine Tür geklopft hat. Es scheint mir so, dass in unserer Abwesenheit eine Verbrecherbande so richtig lange Finger gemacht hat. Wir müssen das unverzüglich der Wache melden. Und vergessen Sie nicht mein totes Haustier. Um welche Art von Haustier handelt es sich? Vielleicht ist es eines natürlichen Todes gestorben. Es war eine Ratte. Sie hatten... Es war eine Ratte mit einem weißen Punkt zwischen den Ohren. Ich hatte eine einzige Hausratte. Und die habe ich gefunden, aufgespießt über einem Feuer. Und der weiße Punkt war braun. Nur, damit ich es recht verstehe, Sie sind der Müller und verantwortlich für die Versorgung der gesamten Stadt. Und Sie haben als Haustier eine Ratte? Eine einzige Ratte hatte ich. Und die war besonders. Sie hat mir auch geholfen, manchmal die gute Saat zu erkennen. Die hat so eine Nase gehabt, ein Gespür für das perfekte Weizen. Naja, leider ist die Ratte wohl bei der Säuberung, als alle Ratten aus dem Dorf vertrieben worden sind, einfach auch Opfer geworden. Tja, da kann man wohl nichts tun. Ich würde vorschlagen, suchen Sie sich ein neues Haustier, aber nicht unbedingt eine Ratte, eher sowas wie ein Sperber. Sowas in der Art. Vielleicht ein Hund. Ein Hund? Hören Sie, was der Knecht sagt? Ein Hund. Das, ja, ich weiß nur nicht, ob die Tiere auch so gut mit Weizen umgehen können. Naja, sie können zumindest die Mäuse fressen, die sich unerlaubterweise zwischen ihren Vorräten tummeln. Das wäre mal eine gute Idee. Danke, Herr Bürgermeister. Ich helfe immer sehr gern. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Die Nahrungsversorgung ist unerhört wichtig für diese Stadt. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch ein gutes Gelingen und dass alle Herr Bürger bekommen, was Ihnen verdient. Gehen Sie mit Gott, Herr Müller. Herr Teufelshammer. Da ist gerade jemand ins Wachhäuschen eingebrochen, aber da hinten rennt er gerade weg. Ich wie bitte? Was er getan hat. Ich wollte eine Wache alarmieren. Laufen aber wir los! Die haben mir nicht zugehört. Wer war's? Ich weiß es nicht. Der ist gerade da über die Leiter ins Häuschen rein. Knecht! Wo ist der Knecht? Ich glaube, der ist gerade ins Postamt eingebrochen. Da oben ist er gerade gewesen. Da im Postamt, was? Hier vorne. Ein Dieb! Da oben? Komm raus aus der Hütte! Dieb, ja. Nun zeige dich! Du bist umzingelt und gestellt! Ist das der Dieb? Reden Sie mit mir? Ja, das ist der. Das ist mein Haus, in dem ich mich befinde. Was Der Mann hier. Ach so, mein Gott. Behauptet. Bei Ihnen würde es sich um einen Dieb handeln. Können Sie das bestätigen? Haben Sie schon mal den Mann neben sich angeschaut? Der hat über die Nacht wahrscheinlich im Brunnen geschlafen. Ich wäre mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt zurechnungsfähig ist, eine Handlung auszuführen, wie Ihnen zu sagen, dass ich böse bin und ein Dieb sein soll. Ich habe mein Gesicht verwechselt mit dem letzten Postmann. Ich habe eine Idee, kommen Sie mal mit. Das ist auch besser so. Gehen Sie mal rein in die Amtsstube, ich komme gleich zu Ihnen. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Entschuldigen Sie, Herr Postbote. Nein, nein. Einen guten Tag. Gar kein Problem, ich finde es Ihnen auch. Danke, dass Sie das Problem übernommen haben. Gerne, gerne. Da bleibst du jetzt für 10 Minuten drin und sagst schön... Na sowas aber auch. Ja. Das ist Auftrag des Hauptmanns der Garde. Also da ist auch wichtig, wichtig, oberste Priorität. Wohne ich hier? Ja, hier ist das. Hier ist das Rathaus. Warte, wo war. Warte mal, gab's hier überhaupt ein Schlafzimmer? Oder war das in der anderen
Das Schlafzimmer war in dem Turm drin. Hier sind die Amtsgeschäfte. Deswegen. Hier. Hier ist doch im ersten ich hänge fest. Oh, hier. Hier ist ein Bett, genau. Das ist wenn man auch mal an der Quelle sitzt. Stein. Was? Feier ist? Oh. So. Gut. Also. Ich werde jetzt mal eine kleine Pause machen. Das war eine spontane Session heute, die war eigentlich gar nicht geplant. Tatsächlich. Aber wir machen morgen weiter, und zwar morgen Abend. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe. Wenn ich zu Hause bin, vermutlich so gegen 8. Also ich denke, morgen so gegen 8, irgendwann, sobald ich zu Hause bin, ich bin unterwegs, schmeiße ich die Kiste an und dann geht's hier weiter. Morgen ist Pia auch da. Eigentlich war nämlich erst geplant, dass ich morgen einsteige. Pia ist meine Mutter, die lebt hier auch mit im Haus. Und da wird sich natürlich morgen auch ein bisschen was ergeben, hoffentlich, zusammen mit Shoyoka. Das war jetzt heute nochmal ganz spontan noch ein zusätzlicher Stream, wie gesagt, der gar nicht geplant war, der sich noch so ergeben hat. Und ich hoffe, ihr hattet großen Spaß. Mir macht das auf jeden Fall Spaß. Das hat eine Menge Potenzial hier, muss ich tatsächlich sagen. Ich muss mir abgewöhnen, die Leute zu siezen. Das ist irgendwie zu tief in mir drin. Aber das werde ich auch noch hinbekommen. Ja, also vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ihr seid herzlichst willkommen, morgen Abend reinzuschnuppern. Das würde mir einen großen Spaß bringen, wenn ihr wieder mit dabei seid.